Es gibt gleich so eine Fragerunde, die kündigen wir. Wir sind offen bei YouTube jetzt. Die kündigen wir klassisch an, dann machen wir es in der Sendung. Okay, ich dann. Dienstagabend, 21 Uhr, Zeit für TBD. Heute am Dienstag, den 20.03., das heißt Frühlingsanfang. Deswegen senden wir heute in einem frühlingshaften Schwarz-Weiß. Und zwar wie immer aus dem Wertheim, wie immer mit tollen Gästen und wie immer mit meinem hochmotivierten Kollegen und Freund Axel Post. Guten Abend. Ich freue mich, wir hatten zuletzt eine intensive und gute Sendung und es wurde viel diskutiert. Es gab im Nachgang der Sendung noch eine lebhafte Diskussion über öffentlich-rechtliche Medien, über TV-Gebühren, über deren Verwendung. Und wir standen, glaube ich, so ein bisschen in der Diskussion und ein bisschen in der Kritik. Und ich habe gedacht, dass Transparenz das Einzige ist, was da wirklich hilft. Und habe mich mal erkundigt und habe recherchiert, wie das bei TBD mit den TV-Gebühren der Fall ist. Unsere Sendung ist von der Rechtsform eine TBD. Wir sind beide vollständig haftbar. Und die Rundfunkgebühren betragen pro Haushalt im Moment 17,50 Euro im Monat. Die teilen sich wie folgt auf. Precht bekommt 3,90 davon, Skobel 1,90. 3,40 gehen an Wissen macht A, und zwar völlig zu Recht. Bleiben für TBD 8,30 Euro, klingt erst viel, müssen wir uns aber teilen. Markus 4,15 Euro. Ich 4,15 Euro. Und es sind ja auch nur so rund 30 Millionen Haushalte, muss man ja auch sagen. Die so das genau. Ist, und es, ist nur ja. Es sind ungefähr 100, 105, 110 Millionen monatlich. Ja, deswegen bitten wir auch, davon abzusehen, uns weiterhin Care-Pakete zu schicken. Wir kommen durch. Genau. Wir, und bedanken uns. Ja, wir sind wohlgenährt. Ja. Richtig. Das heißt, wir könnten loslegen? Wir könnten loslegen und über unsere heutigen Gäste reden. Fahr ab den Vogel. Ja, es ist oft so, dass wir leider zu wenig Frauen haben hier in der Sendung. Ne? Sehr selten haben wir Frauen als Gast hier und dem schaffen wir heute Abhilfe. Und zwar mit einer tollen Frau, Anne Siegel. Anne Siegel ist sehr vieles. Ich lasse mal den Beruf erstmal noch außen vor. Aber ja, du bist auf eine gute Art und Weise neugierig, du bist sehr reiselustig, sehr redegewandt, davon werden wir, glaube ich, noch einen Eindruck bekommen gleich. Du bist heute Abend perfekt showmäßig gekleidet und du bist ein großer Fan von guten Geschichten, die du auf verschiedenste Art und Weisen an die Menschen bringst. Und wir sind auch Fans von guten Geschichten, deswegen haben wir dich eingeladen und sind sehr gespannt auf die, die du uns erzählen wirst heute Abend. Schön, dass du da bist, Anne Siegel. Schön, hier zu sein. Dankeschön. Unser anderer Gast ist ein männlicher Gast. Er hat mehr als 600 TV-Shows geschrieben, zahlreiche Bücher, zahllose Songs, Texte und manchmal Musik. Und seit er mal bezichtigt wurde, Regisseur zu sein und darauf nicht vehement genug abgelehnt hat, ist er Produzent, hat das deutsche Fernsehen verändert. Und an dieser Stelle würde Markus Lanz jetzt nach irgendeinem der zahlreichen schönen Sätze suchen, die du mal gesagt hast. Ich zitiere Anne Siegel, der Mann ist eine Legende. Schön, dass du da bist, Becky Drexler. Dankeschön. Jetzt hast du schon ein bisschen was vorweggenommen, aber ich glaube, wir haben da gleich trotzdem noch das eine oder andere. Ich habe extra deswegen bei dir auf deine konkreten Jobs verzichtet. Bei dir ist auch nur ein bisschen was von dem, was du über deinen bisherigen Lebensweg alles so gemacht hast, angeklungen. Denn wir können ja mal so ein bisschen so ein Ratespiel machen, wer von euch was schon gemacht hat. Axel und ich haben ja auch so ein bisschen die Hybris, dass wir denken, viele Talente zu haben. Allerdings sind wir noch so blutjung, dass wir bislang noch nicht herausgefunden haben, wie man damit Geld verdient. Ihr habt wahnsinnig viele Jobs gemacht in eurem Leben schon und wahrscheinlich mit dem einen oder anderen davon auch schon ein paar Brötchen verdient. Und ich bitte um Handzeichen jetzt mal an der Stelle, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas davon habe ich schon mal gemacht. Das, Doppelmeldungen sind möglich und erwünscht. Also Chemielaborant, Segellehrer, Dozent, Journalist, Comicautor. Werbetexterin oder Texter, Ghostwriter für Politiker, Liedtexter, zum Beispiel für Roland Kaiser, da kommen wir vielleicht noch drauf, Gitarrenlehrer, Dokumentarfilmerin, Kabarettist,
Habe ich bei dir gelesen. Stimmt das nicht? Ich habe für Kabarettisten geschrieben. Ah, okay. Das wäre, dann würde ich unter Comedy-Autor fallen, da dürft ihr jetzt beide nochmal die Hand nehmen. So, jetzt kommt was Schönes, Privatier. Oh. Ja, da wollen wir, glaube ich, alle Neid hin. Kommt auch an dieser ja. Seite. Ach, du bist ja noch jung. Ach, okay. Was ist mit Spüler in Flaschenabfüllanlage? Ich habe schon gespielt, aber es war keine Flaschenabfüllanlage. Darf ich mich halb melden? Ja. Ja. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Drehbuchautor hatten wir schon. Lehrer am Gymnasium. Oh, wow. Ja, also ich höre jetzt auch mal auf. Es stehen noch so ein paar Sachen, aber man sieht, ihr habt eine ganze Menge gemacht in eurem Leben. Ja, Dozentin, aber ja. Warum habt ihr nicht Treckerfahrer da drin? Treckerfahrer? Ja. Hast du das auch? Sehr gut. Du bist auf dem Bauernhof groß geworden. Ja, ganz genau. Ja, es gibt also, ich glaube, ungefähr 1 Million Enden, an denen man dieses Gespräch gerade mal zuppeln könnte, um da anzufangen. Es ist wahnsinnig komplex. Axel, du hast dir was ganz Tolles überlegt. Habe ich das? Nein, ein Beruf bzw. eine berufliche Konstellation hat mich gewundert. Du hast doziert an der Bundeswehrfachschule. Wie kam es dazu? An der Bundeswehrfachschule an der Uni Bonn habe ich einen Lehrauftrag gehabt. Bundeswehrfachschule kam ich zu, wie eigentlich an all meine Jobs. Ich brauchte Geld. So einfach ist das. In welcher Phase? Weil am liebsten tue ich gar nichts und lese, spiele Gitarre. Und widme mich meinen Freunden, meiner Frau. Also es ist nicht so, dass ich arbeiten muss, weil da so ein innerer Drang ist. Ich arbeite, um Geld zu verdienen. Und in welcher Phase war das mit der Bundeswehrfachschule? Ach, das war zu der Zeit, als ich Comicautor war und an der Volkshochschule Philosophie unterrichtet habe. Und Journalist war. Das ging alles immer so kreuz und quer durcheinander. Mit einem Job alleine kannst du dich nicht über Wasser halten, du weißt das, ne? Da brauchst du halt ein paar Jobs und dann machst du halt alles. Und ich habe immer Ja gesagt. Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn dich jemand was fragt, sagst du einfach in so einem Fall Ja, das kann ich. Meine Mutter sagte, die war ja im KZ und da sagt sie, im KZ konnte ich auch nicht sagen, das kann ich nicht. Also, du kannst alles und da habe ich immer gesagt, ja, sag ich mal Ja. Zum Glück habe ich dann schnell genug gelernt oder war der Job los. Wir sind bei deiner Mutter. Du hast im letzten Herbst dieses Buch veröffentlicht. Ich wünsche dir ein glückliches Leben. In diesem Buch, das ist ja sowas wie deine Autobiografie, es geht sehr stark um die Geschichte deiner Mutter zunächst. Willst du mal versuchen, in so ganz wenigen Punkten diese Geschichte zu erzählen, den Bogen zu schlagen? Ich glaube, wenn ich das täte, dann wäre das nicht so gut, als wenn du es tust. Okay, ich versuch's mal. Meine Mutter war eine polnische Jüdin und dann kam halt 39, wie ihr alle wisst, kamen die Nazis nach Polen und dann ging es halt für sie los. 2 Ghettos, 2 KZs und sie war in Auschwitz und ist dann befreit worden, 1945 im April. Hat dann, als sie durch Deutschland gelaufen ist, wie 11 Millionen andere Displaced Persons, DPs, wie man die damals nannte, hat dann meinen Vater kennengelernt, einen französischen Juden. Und irgendwie sind die beiden aufeinander abgefahren, sind dann zusammen nach Frankreich gefahren und irgendwo da unterwegs, 1945, im Tagebuch meiner Mutter, da steht nur ein Ding, war schön. So, und dann nehme ich an, dass an dem Datum da ich entstanden bin. Und als sie in Paris war, sind sie nach 3 Tagen in ein Café gegangen und dort hat sie eine französische Jüdin zu Unrecht beschuldigt, dass sie im KZ Lagerälteste war, was eigentlich nur Deutsche sein konnten. Und sie ist dann ins Gefängnis gekommen. Zeugen ließen sich damals nicht finden, das ging alles erst Jahre später. Es war, glaube ich, tatsächlich eine ganz skurrile Namensverwechslung. Ja, ja, Namensverwechslung, die klang so ähnlich wie eine Aufseherin im MKZ. Und in Frankreich haben sie nach dem Krieg nicht lange gefragt in solchen Fällen. Man war noch ziemlich wütend und zu Recht auch. Und da bin ich dann geboren worden und ja, danach wird es dann immer komplizierter. Es wird komplizierter und es wird, ja, wir können es im Detail nicht erzählen. Was für mich die Qualität dieses Buches ausmacht, ist, dass es
an Stellen natürlich sehr tief geht und an anderen Stellen aber eine Leichtigkeit hat und eine Leichtigkeit bekommt durch deine Reflexion und deinen Umgang mit der Geschichte. Und das hat natürlich ein bisschen was von einer Biografie, die ja nicht jeden Tag immer auf diese Erinnerung zurückgeworfen ist, sondern die eben ein Leben ausmacht und eine Geschichte erzählt. Und das ist für mich dann eben ja auch im relativ hohen Alter nochmal was, was einen so ein Stück weiterbringt in, ja, in dieser Art, wie sich so eine Geschichte zusammenbaut und wie sich so ein Teppich einer Zeit und eines Ortes wieder reflektiert. Und das heißt, das ist ein Buch und ich habe es, Markus Lanz hat gesagt, er hat es in weiten Teilen gelesen. Wenn er es in weiten Teilen gelesen hat, habe ich es wahrscheinlich ganz gelesen. Ich habe es in Auszügen ganz gelesen. Genau, ich habe es in Auszügen ganz gelesen und es ist ja, es ist faszinierend an vielen Stellen. Ich würde dich ganz gerne bitten, eine kurze Passage zu lesen, wenn du Lust dazu hast. Du sagst mir auch welche? Ich sag dir auch welche. Okay. Es ist eine Anekdote, die schon erzählt wurde, aber die so ein bisschen vielleicht wiedergibt, was man dort auch zu erwarten hat. Wo denn? Wenn du da anfängst und bist dort. Ja, lass mich noch ein Wort sagen. Der Titel ist Ich wünsche dir ein glückliches Leben. Das ist das, was meine Mutter von mir gefordert hat auf dem Sterbebett. Da hat sie gesagt, drei Dinge musst du machen. Werd ein guter Jude, werd Arzt oder Rechtsanwalt, irgendwas, womit du Menschen helfen kannst. Und du musst alles dran setzen, ein glückliches Leben zu führen. Zwei davon habe ich nicht geschafft. Bin weder Arzt noch Rechtsanwalt geworden. Und ein guter Jude bin ich auch nicht geworden. Ich bin Atheist geworden. Aber das andere habe ich geschafft. Und das ist die Geschichte, wie ich bei Radio Luxemburg, ich sehe es schon, meinen Freund Hugo Egon Balder kennengelernt habe. Meinen Freund Hugo Egon Balder lernte ich 1983 beim Radio kennen, 7 Jahre vor Beginn seiner Fernsehkarriere. Wir waren Gag-Autoren und sollten Witziges zu aktuellen News basteln. Meine Begrüßung überraschte Hugo. Hi, ich bin Jackie. Sag mal, bist du etwa Jude? In den Augen des Berliners glitzerte Adrenalin. Aber der Schiller-Theater-Schauspieler hatte sich im Griff. Gepflegtes Zusammenzucken, entspanntes Lächeln, ein Zug an der Reno. Ja, ich bin Jude, hast du was gegen Juden? Ich halte ihm mein Feuerzeug ans Ohr. Sch, ja, Gas. Na dann, Schalömmchen, lacht Hugo und high-pfeift mich noch ein Judenbengel. Woran haben wir uns erkannt? Der alte SS-Karlauer war für Hugo ein untrügliches Kennzeichen. Nur Nazis machen solche geschmacklosen Witze. Und Juden. Öffentlich nur Juden. Und nur Nazis und Juden würden, wie ich, die beiden winzigen Silberwinkel, die am Ende eines Kettchens aus Hugos T-Shirt lugten, sofort zu einem vollständigen Davidstern ergänzen. Nazis und Juden können Juden riechen. Hugo lächelt. Der Führer hätte seine Freude an dir gehabt. Meine Mutter war in Theresienstadt und deine? Auschwitz. Auch nicht schlecht, sagt Hugo anerkennend nickend. Und wie hat es ihr gefallen? Naja, sie haben halt viel gelacht. Ja, ist schon mal ein kleiner Ausblick auf den jüdischen Humor, den man vielleicht später auch nochmal in den Kontext stellen kann zum deutschen Humor. Denn ich glaube, die meisten Leute kennen vielleicht nicht dich oder dein Gesicht, aber die kennen deine Arbeit oder große Teile deiner Arbeit, weil du tatsächlich die deutsche Fernsehlandschaft zu, man kann, glaube ich, ein Stück weit sagen, revolutioniert hast. Die, das kann man noch enthusiastischer ausdrücken. Gut, gerettet, vor dem Untergang bewahrt. also tatsächlich viele Formate, die man deshalb kennt. Deshalb auch wahrscheinlich Legende, ne? Genau, deswegen Legende. Ich wusste nicht so richtig, ob ich, als ich las Jackie Drexler, die Legende, ob ich da jetzt begeistert sein soll oder beleidigt, weil Legende ist eigentlich eine Heiligengeschichte, die nicht wahr ist. Ja, der Begriff hat viele Bedeutungen, aber ich glaube, so wie du ihn verwendet hast, war er im positivsten. Er war heiter gemeint und ich sagte, ich werde extra meine Rudi Carrell-Gedächtnisjacke anziehen. Das ist wunderbar. Ja, aber RTL Samstagnacht wäre so ein Stichwort. Ich glaube, in unserer Generation ist man damit ein Stück weit aufgewachsen und hat sich sehr darüber gefreut, dass Humor in Deutschland plötzlich auch im Fernsehen ein bisschen anders aussehen konnte als die immer gleichen
gespielten Witze. Ja. So, denn auch Ingrid Steger und Harald Junke hatten sicherlich ihre Zeit, aber irgendwann war es immer ganz gut, dass was anderes kam. Ich würde aber gerne Anna auch mal ein bisschen mit reinnehmen. Auch bei dir liegt ein Buch. Es ist nicht das einzige Buch, was du geschrieben hast. Es sind diverse Bücher. Du bist, ich glaube, ich habe es vorhin tatsächlich auch gar nicht wirklich erwähnt, du bist durchaus Spiegel-Bestseller-Autorin. Ist ja zumindest ein kommerzieller Schulterklopfer. Und du hast im Vorfeld der Sendung heute schon angekündigt auf Facebook, dass du vielleicht hier heute Abend ganz exklusiv nochmal was erzählen wirst, wie die Geschichte von Senora Gerta weitergegangen ist. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch nochmal ganz kurz überhaupt für unser teilweise auch sehr junges Publikum, ich glaube, beide haben heute wieder eingeschaltet. nochmal einmal kurz die Geschichte erzählen, wer das Buch nicht gelesen hat. Magst du es vielleicht selber auch in kurzen eigenen Worten zusammenfassen? Ich glaube auch, du machst es besser als ich, weil es ist ähnlich komplex, ist auch eine jüdische Lebensgeschichte, die mit sehr viel Dramatik zu tun hat, aber jetzt greife ich doch schon vor. Naja, mit viel Dramatik, aber was ich entscheidender finde, mit einem Happy End. Ich habe Gerta in Panama kennengelernt. Ich kam nach Panama, weil ich lustigerweise übrigens einen Imagefilm über ein Segelboot machen sollte, das den Atlantik überquerte, landete, ich fasse jetzt kurz, in Panama. Und ich bin wahrscheinlich die Einzige, die mit 22 eigenen Büchern den Atlantik übersegelt hat, weil ich hatte eine Einladung der Botschaft in Panama. Die sagten, wenn ich käme, sollte ich doch mal eine Lesung machen. Und nach der Lesung stand eine ältere Dame, Lotti, Gertas beste Freundin, stand vor meinem Lesepult und sagte in so einem Hamburgerisch, das es heute kaum noch gibt, weißt du, dass das erst das zweite deutsche Buch ist, das ich lesen werde? Und das hat mich total neugierig gemacht. Und Lotti erzählte dann, dass sie ein Mitglied der großen jüdischen Community sei. Also viele jüdische Exilanten leben in Panama. Das war etwas, was mir vollkommen neu war. In meiner Familie gab es einen Immigranten, mein Großonkel ging nach Shanghai und ich hatte mich damit beruflich schon befasst und das hat mich wirklich neugierig gemacht. Ich bin im Jahr darauf wieder in Panama gewesen und habe beschlossen, dieser Sache nachzugehen und habe tatsächlich für den WDR Interviewpartner gesucht, fürs Radio. Und da sagte mir jemand, also du musst zu Gerta Stern gehen, weil die hat wirklich die brisanteste Geschichte. Gerta war eine junge Schauspielerin in Wien, also ein Kinderstar, und heiratete einen der ersten Fußballprofis. Ich zeige auf dich, weil ich weiß, du bist ein Fußballfan, Axel. So ein bisschen, ich dachte, ich wäre Fußballprofi. Du bist ein Profi und ein Fachautor. Ich weiß gar nicht so viel darüber, aber ich dachte, ich trigger dich hier mal. Danke, das ist sehr nett. Ja. Moses Stern war ein ganz berühmter Fußballer bei Hakoa Wien. Die beiden heirateten 1938. Gerta hat ihn 2 Jahre übrigens zappeln lassen, was ich wahnsinnig lustig fand. Das beschreibe ich auch im Buch nochmal sehr detailliert. Und es war halt diese Zeit, in der in Wien schon alle Synagogen niedergebrannt waren im Frühjahr. Moses Eltern, die alten Sterns, sagten, schaut, dass ihr hier wegkommt, Kinder. Er hatte eine Schwester in Südafrika und Moses und Gerta hatten beschlossen, sie gehen nach Südafrika. Und es ging darum, ihre Visa abzuholen und das haben sie in Hamburg versucht und sie gerieten in die Pogromwochen. Moses wurde verhaftet und kam nach Sachsenhausen ins KZ. Und Gerta hat alles daran gesetzt, ihren Mann frei zu bekommen und ist völlig verzweifelt, immer am Jungfernstieg, wo die Botschaften und Konsulate waren. Südafrika lieferte keine Visa mehr aus, obwohl es dafür, also die waren bezahlt worden. Und in ihrer Verzweiflung, also sie war sehr eigensinnig und sehr entschieden und sie ist auch heute noch, also ich würde sagen, ist der willensstärkste Mensch, der mir begegnet ist und ich habe auch schon viele Porträts gemacht. Und sie klopfte an alle möglichen Türen und fragte Schweden, Brasilien, nehmen Sie noch Juden, nehmen Sie noch Leute? Und eines Tages klopfte sie an einer falschen Tür und es war eine Reederei. Und ein Typ macht ihr auf und sagt, nee, hier ist kein Konsulat und guckt sie so an und sagt, sind Sie Jüdin? Und sie hat sich nicht groß geoutet, aber hat gedacht, oh weia, es könnte jetzt böse Folgen haben und sagt ja. Und er so, na dann kommen Sie mal rein. So, ja. Und der wurde ihr heimlicher Helfer. Das war Otto Detmers, weiß ich heute, nach der Recherche. Ich habe damals Gerta interviewt und sie war 99. Und dann sagte ich, Frau Stern, haben Sie eigentlich noch eine Frage ans Leben mit 99? Weil ich fand, sie hatte eine bizarre Geschichte. Sie hat ihren Mann wirklich aus dem KZ freigekriegt. Dieser Typ, der ihn geöffnet hatte, die ihr die Tür geöffnet hatte, hat dafür gesorgt, dass sie Schiffstickets nach Panama kriegten. Also völlig bizarr, da wollten sie eigentlich nie hin, aber der sagte, ja, nebenan ist Panama, die nehmen noch Leute. Die haben nur 12 Tage lang
Exilanten ins Land gelassen. Also da waren, das waren so eine Verquickung von glücklichen Umständen im Grunde genommen. Und sie ist ins Gestapo-Hauptquartier marschiert und hat eine Rolle gespielt, hat denen was vorgespielt und hat ihren Mann aus dem Konzentrationslager freigekriegt. Das fand ich so irre. Ich hatte das noch nie gehört, dass jemand einen anderen, egal welches Verhältnis er hatte, aus dem KZ gekriegt hat. Ja, und ich sagte dann, Mensch, haben Sie noch eine Frage ans Leben? Und sie sagte, ja, also dieser Herr Otto, der uns damals gerettet hat, ich kenne nur seinen Vornamen und seit 78 Jahren rätsel ich, wer der wohl war. Bezeichnenderweise, und das ist so ein Ding in dieser Geschichte, was mich auch völlig überrascht hat, ausgerechnet die ins Exil gegangenen Juden, es gab in der Panama-Kanalzone einen jüdischen Rabbi. Und was haben die gemacht? Die haben Care-Pakete nach Deutschland geschickt. Also ich finde das so absurd im Grunde genommen und auch irgendwie großartig. Und da hat sie sich an die, wie sie sagt, Hapag Shipping Company, das war der norddeutsche Deut, hat sich an die gewandt und den gab es dann nicht mehr. Und ich hatte damals gar nicht vor, lange Rede, Markus, aber ich hatte gar nicht vor, dieses Buch zu schreiben, obwohl ich schon Bücher gemacht hatte. Aber sie sagte das mit 99 und sagte, ich weiß gar nicht, wer uns wirklich gerettet hat. Ein paar Monate später wurde sie 100. Und komischerweise in dem Moment wusste ich, ich kann den finden nach so langer Zeit. Es war sogar nicht mal schwer, aber das war mein Geschenk zu ihrem 100. Geburtstag. Übrigens auch, sie ist ein altes Showgirl bis heute. Der einzige Moment, in dem Gerta wirklich die Gesichtszüge entglitten sind, als ich meine Rede hielt zum 100. Das hat sie in Österreich gefeiert und ihr gesagt habe, wer ihr Retter war, was ich, dass ich das glaube. Ich habe tatsächlich das Buch schon fertig gehabt. Ich konnte es nicht wirklich beweisen, dass er das war. Und nachdem dieses Buch erschienen ist im vorletzten Jahr, ging es erstmal richtig ab. Denn plötzlich bekam ich Post von einer seiner Enkelinnen, dieses Retters, und die sagte, also endlich, also verrückt, ich habe dieses Buch gekauft. Ich wusste ja nicht, was mich darin erwartet. Nachts lese ich plötzlich von meinem Großvater. Und plötzlich macht alles Sinn, was wir immer nur so als Puzzleteile in der Familie bekommen haben. Und es stellte sich raus, also heute wissen wir, der hat mindestens 4 Familien gerettet. Der war mit so einer, es gab wirklich so einen Verbund hanseatischer Kaufleute, die sich getroffen haben und die teilweise auch in Gefahr geraten sind. Das führt so ein bisschen in die Kastner-Affäre. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es geht so in, es waren ungarische Juden, die gerettet wurden. Und es sind nicht alle wirklich koscher gewesen, die in dieser Clique waren. Ja? Da war zum Beispiel Kurt A. Becher, der eigentlich, ne, du nix, schon ein ziemlich böser Typ war, in Anführungszeichen. Und auch ziemlich viel Geld mit der Rettung von Juden gemacht hat. Und später im Eichmann-Prozess dran kam. Und sein bester Freund war dieser Retter von Gerta. Also völlig verrückt. Und ich habe jetzt erst nochmal Dinge herausgefunden. Ich habe jetzt ein neues Kapitel zum Buch geschrieben. Das wird als Taschenbuch bei Piper erscheinen, jetzt im Mai. Und habe jetzt nochmal gerade witzigerweise 40 Seiten über Panama in Island übrigens geschrieben. Und Gerta das heute erzählt. Ich habe also eben noch mit ihr telefoniert in Panama und ihr gesagt, du, dieser Becher saß in Sachsenhausen, als du deinen Mann freigekriegt hast. Also ich glaube heute, dass sie nicht nur den Gestapo-Chef ausgetrickst hat, als sie ins Lager, also in dieses Gestapo-Hauptquartier gegangen ist, sondern ich glaube, dass dieser Otto Detmers noch mehr Strippen eigentlich gezogen hat. Und ich war mit seiner Enkelin und seiner Urenkelin gerade vor ein paar Monaten bei Gerta, die ich seitdem auch regelmäßig besuche. Also unsere Freundschaft hat begonnen, nachdem das Buch fertig war. So. Wahnsinn. Axel, lernt ihr auch noch eine Frage aus, dann ist die Zeit leider um. Ich werde es auf jeden Fall kaufen. Sie ist übrigens im gleichen Jahr geboren wie meine Mutter. Oh, wie toll. Ja. Ach, wie bewegend. Ich habe ja auch heute von dir erzählt, dass ich dich treffe. Du hast, ich habe von dir gelesen, dass du, wenn du eine gute Geschichte hörst, die dich so packt, dass du was dazu machen willst, dass du eine Gänsehaut bekommst oder dass du daran festmachst für dich, das will ich oder das will ich nicht? Seltsamerweise ja. Hast du, ich meine, das Buch ist jetzt schon geschrieben, aber bei seiner Geschichte hast du eben eine Gänsehaut, gerade als er angefangen hat zu erzählen? Ja, natürlich, hatte wirklich eine Gänsehaut, weil das ja auch eine dramatische Geschichte ist und du bist das lebende Happy End, weißt du? Ich bin das lebende Happy End, also, und meine süße Frau natürlich, und du kannst ja die Fortsetzung schreiben, denn das Buch hört auf, als ich ein junger Mann mit 22, 23 war. Da reden wir nochmal drüber. Ja. Ja, wir werden, glaube ich, noch dazu kommen, was so danach noch passiert. Das eine oder andere haben wir schon Einblick bekommen. War ja da noch. Das eine oder andere war noch. Wir können jetzt an dieser Stelle am besten alles mal ganz kurz noch durcheinander würfeln, weil es natürlich sehr tief und sehr kompakt werden kann in der Sendung. Und das Format lässt das eben offen. Karin Mioska wartet nicht um 22.30 Uhr. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit, wenn wir das wollen. Wir haben eine neue Rubrik, die heißt Bad Cop, Bad Cop.
Das sind... Ihr beide. Wir beide, wer sonst? Ne? Das sind 11 Fragen, immer abwechselnd, schnell zu beantworten. Intuitiv mit dem, was euch als erstes in den Kopf kommt. Und intuitiv gestellt. Und wir fangen bei Anne an, richtig? Können wir gern machen. Anne, das wäre deine Kamera. Wäre schön, wenn du da direkt reinguckst. Und wir haben uns nicht überlegt, in welcher Reihenfolge wir sie stellen. Wir fangen einfach mal an, oder? Ich fange mal an und dann... Ich glaube, ich fange an, weil ich muss anfangen, weil ich hier 6 habe und du hast 5. Richtig, du hast völlig recht. Das heißt, du guckst weiter in die Kamera und antwortest mit dem, was dir in den Kopf kommt. Lieber verlorene Eier oder vergrabener Fisch? Oh, vergrabener Fisch, weil es isländisch ist. Super. Ja, du bist großer Island-Fan. Glaubst du an Elfen? Auf jeden Fall. Deutschland braucht mehr... Punkt, Punkt, Punkt. Gleichberechtigung. Was hattest du heute zum Frühstück? Müsli. Little Rock ist die Hauptstadt von... Arkansas. Worum beneidest du eine 18-Jährige? Aufbruch. Wen braucht niemand im deutschen Fernsehen? Das ist so diskreditierend. Da fällt mir auch gerade nichts ein. Trump vielleicht? Auf einer Skala von 1 schlecht bis 10 gut, wie gefällt dir Axels aggressive Resthaarfrisur? 10 natürlich. Dieser Pips da vorne, der ist herausragend. Meditation oder Mädelsabend? Meditation. Wobei hilft Meditation nicht? Mir fällt nichts ein, wo Meditation nicht hilft. Ach, Sex vielleicht. Markus Söder ist... Punkt, Punkt, Punkt. Bemerkenswert. Vielen Dank. Schön. Ja. Machen wir den anderen direkt hinterher? Oder machen direkt wir uns hinterher? Ich habe vergessen, in die Kamera zu gucken. An das Format muss ich mich erinnern. Kein Problem. Nein, direkt. Machen wir direkt hinterher. Hinterher, genau. Lass uns trotzdem den Opener abfeuern, dann haben wir es. Na klar, ja, ne? Brauchen wir. Jetzt bin ich dran, ne? Warum sollte man öfter französische Chansons hören? Damit man in der Sprache bleibt. Ist das Fernsehen noch zu retten? Ja, ich glaube schon. Vergeben oder vergessen? Vergeben und vergessen. Wie heißt die Hauptstadt von Kentucky? I don't know. Was wird besser ab 50? Das meiste. Wen hättest du lieber nicht kennengelernt? Rudi Carrell. Worüber kannst du besser lachen? Deutschen Humor oder deutsche Politik? Deutschen Humor. Mit Vorbehalt. Lieber freies Klettern im Weinberg oder ein feines Weinchen in Klettenberg? Feines Weinchen in Klettenberg, weil es so ein schönes Wortspiel ist. Wann warst du das letzte Mal richtig glücklich? Eben als Anne die Fragen beantwortet hat und ich mich zurücklehnen konnte. Karl Ransayer ist? Karl Ransayer ist eine arme Sau, der starb in unserer Sendung RTL Samstagnacht jede Woche. Immer an irgendwas anderem. Vielen Dank. Ja, haben wir noch. Okay. Gehört Horst Seehofer zu Deutschland? Ja, unbedingt. Leute wie Seehofer brauchen wir. Und manchmal ist es auch ganz gut, dass Leute wie Seehofer abgelöst werden. Alles klar. Schöne Antwort. Schöne Antwort. Lass uns bei Horst Seehofer kurz bleiben. Ich fand es irgendwie bemerkenswert, dass Horst Seehofer so einen Heimatbegriff mit in sein Ministerium bringt. Mysterium auch. Sein Mysterium. Ja. Ist das so? Sollte das so sein? Müssen wir uns nicht wehren, wenn Leute Agenda-Politik mit der Namensgebung eines Ministeriums betreiben? Es ist total witzig, weil genau darüber habe ich heute beim Joggen nachgedacht. Es ist bizarr, dass du diese Frage stellst. Ja, es hat mich mindestens 2 Kilometer lang beschäftigt. Beim Joggen? Ja, beim Joggen. Ja, das ist jetzt das Outing des Tages wahrscheinlich. Ich denke beim Joggen an Horst Seehofer. Es ist wahnsinnig unsexy wahrscheinlich. Aber ich habe mich genau, dieses Heimatministerium, mir ist dann klar geworden, ich habe ja eine Zeit in den USA gelebt. Ich fand, als es da das Ministerium für Heimatschutz gab, ging es politisch bergab. Und das habe ich mich gefragt, ob wir dem jetzt entgegensehen. Es klingt verdammt nach Harry Potter, finde ich. Das Heimatmuseum klingt irgendwie... Museum ist auch schön. Ministerium, ja, aber Museum, stimmt.
Ja, das, aber das lässt sich natürlich auch inflationieren. Ne? Es gibt das Ministerium, das Ministry of Silly Walks bei Monty Python, ja. Und man kann ja, es gibt ja, so viele Mehrfachministerien. Gegen Heimatmuseum habe ich gar nichts. Aber die Menschen lieben ihre Heimat und Ministerium für Heimat kann doch was sehr, sehr Positives sein. Ist es aber dann leider, glaube ich, nicht im Zusammenhang Warum? Mit Herrn Seehofer, weil der Heimatbegriff natürlich instrumentalisiert wird, um Politik damit zu betreiben. Und ich definiere Heimatthema. Das Ministerium, was haben wir sonst gemacht? Thema schützen. Ja. Und ich finde, ein Innenministerium reicht völlig aus. Wir brauchen kein Heimatministerium, wir brauchen vielleicht ein Integrationsministerium, wir brauchen ein Digitalministerium, darüber können wir reden. Ne, vielleicht brauchen wir ein Ministerium für alles außer Tiernahrung, aber ich glaube, wir brauchen kein Heimatministerium. Na, bis jetzt hat es ja noch nicht geschadet. Wollen wir mal gucken, was er draus macht. Also neun Tage oder so. Ja. Wenn ich sowas sage, ich bin alt 68er. Also ich bin jetzt nicht unbedingt da zu verorten, wo Herr Seehofer steht. Drücken wir es mal so aus. Aber trotzdem, mich stört es im ersten Moment nicht. Ich denke auch, gut, Heimatministerium, was werden die wohl machen? Die Weißwürste schützen. Man kann das ja auch sehen in der Tradition von, es darf im demokratischen Spektrum keine Partei rechts von der CSU geben. Jetzt gibt es eine mit der AfD. Man kann natürlich aber auch sagen, selbst wenn sie nicht an der Macht sind, übernimmt man mittlerweile oder übernehmen die anderen Parteien so viele Themen und so viele Befindlichkeiten dieser Partei, geben der so ein so großes Forum, wie zum Beispiel mit so einer Begrifflichkeit wie Heimatministerium. Ja. Wie seht ihr das? Was ist das Gefährlichere? Was ist das? Oder habt ihr da eine Verhaltung zu? AfD und CSU, das heißt rechts von der CSU. Ich würde das eher so als Mengenlehre mäßig, als Überlappung sehen. Der rechte Rand der CSU und der linke Rand der AfD oder vielleicht bis zur Mitte von beiden, kann ich so nicht sagen. Ich glaube nicht, dass da so wesentliche Unterschiede bestehen. Und die CSU hatten wir seit Beginn der Bundesrepublik und es hat nicht immer geholfen, aber auch nicht so richtig groß geschadet. Das heißt, du bist nicht groß in Sorge? Gerade. Nein, ich bin da sehr optimistisch. Das hat bis jetzt gut funktioniert. Und Anne, du bist auch Spezialistin für Amerika, du warst ja länger da. Ich bin auch in Amerika sehr optimistisch, obwohl es im Augenblick finster aussieht. Aber wie heißt es? They say the darkest hour is right before the dawn. Ja. Aber genau das ist es. Ja. Ja, das also ist ich, der guck mal, die Amerikaner haben jetzt so viele, 2,5 Jahrhunderte mit Demokratie überlebt und hatten schon viele beschissene Präsidenten, unfassbar beschissene Präsidenten und die Demokratie hat trotzdem überlebt. Und das sehe ich positiv. Und da glaube ich immer noch dran, dass das eines Tages in den nächsten Jahren dann doch passieren wird, dessen. Das heißt, demokratische Elemente wieder ganz nach oben gespült werden. Du siehst das als ein letztes Aufbäumen der alten Welt und die Aufklärung wird sich letzten Endes durchsetzen. Letztes Aufbäumen kann man nicht sagen. Das Böse ist immer und überall. Wie die erste allgemeine Verunsicherung gesagt hat. Das kommt immer wieder. Das ist wie im Kino. Wenn du den Bösen totgeschlagen hast, dann kannst du sicher sein, dass der irgendwann nochmal wieder auftauchen. Genau. Ja. Glenn Close aus der Badewanne. Genau. Ja. Witzig, und auch, genau daran dachte ich auch. Ja, klar, aber das ist das Bild, das wir alle haben. Und dann gibt es noch Die Hard Teil 2, Teil 3, Teil 4. Und in jedem kommt das Böse dann nochmal wieder. Das ist schon wahr. Das heißt aber sowas wie, während den Anfängen ist in deiner DNA jetzt gar nicht so drin, könnte man ja bei deiner Geschichte, auch deiner Familie stark vermuten. Während den Anfängen ist ja eine völlig, völlig andere Sache. Das Vertrauen darauf, dass bestimmte Strukturen in den Köpfen der Menschen sind, zumindest in den Köpfen der meisten Menschen, ist das eine, dass man bei gefährlichen Entwicklungen aufpassen muss und den Anfängen wehren sollte, das ist das was völlig anderes. Aber so richtig viel können wir ja nicht tun, und wie wir in Amerika sehen, und ich denke in Deutschland ist das genauso, können wir darauf vertrauen, dass in so vielen Jahrzehnten oder in Amerika schon ein bisschen länger, dass die demokratischen Grundgedanken gewurzelt haben in dem Gehirn der Menschen. Denn nur da können sie ja sein. Ich bin da ganz
ganz, ganz optimistisch. Du auch, Anne? Ja, ich bin auch sehr optimistisch. Also dein Optimismus ist überbordend. Ich bin sonst eigentlich auch sehr optimistisch. Aber ich glaube, du topfst mich darin jetzt noch, Jackie. Ja, ich gucke jeden Abend zum Beispiel, ich gucke so wirklich kein deutsches Fernsehen, sondern wir haben Sky aus England und da kriege ich halt bis vor kurzem Fox News oder aber CNN und so weiter und so fort, französische Sender, Russian TV. Und da kriegst du dann zum Beispiel auf CNN mit, wie Anderson Cooper wieder den neuesten Mist erzählt, was der amerikanische Präsident so alles getrieben hat. Und ich bin immer so hin und her gerissen zwischen und ja. Das heißt, wenn ich das so raushöre, du hast Frankreich-Vergangenheit, du warst in den USA längere Zeit, das heißt, du bist sehr international aufgewachsen und konsumierst immer noch sehr internationale Medien. Ja, das liegt aber daran, dass ich halt die englische Sprache mag. Als unsere Kinder soweit waren, unser erstes Kind soweit war, dass der Schulanfang anstand, da war sie 6. Da haben wir uns dann entschlossen, sie auf die englische Schule hier in Köln zu schicken, St. George's International School. Und unsere Kleine, die ist 4 Jahre jünger, die ist dann auch dahin gegangen. Und wir fanden halt, dass wir den Kindern mit der englischen Sprache und auch ein bisschen mit der englischen Kultur die Welt ein bisschen weiter gemacht haben, sodass sie sich da nachher frei entscheiden können, wo sie hingehen, ob sie in Mexiko sind oder in Deutschland oder wo auch immer. Englisch können sie überall gebrauchen. Und, wie alt sind deine Kinder jetzt? Die sind 27 und 23 und 27. Und wo sind sie im Moment? Die Kleine, die 23-Jährige, studiert Medien- und Kulturwissenschaft, heißt das, glaube ich. Und Englisch, also übersetzt Arbeitslosigkeit, hier in Köln, und die andere promoviert in Oxford. Okay. Und in Psychologie, und sie ist Fotografin. Sie fotografiert sehr viel und sehr, sehr gut. Ob daraus mal ein Beruf wird, das kann ich nicht sagen, das muss sie selbst entscheiden. Aber mit Philosophie und Fotografie, mit den beiden großen PHs, steht einem schon sehr viel offen. Kommt drauf an, was du im Duden suchst. Du kannst ja auch mit F schreiben. Man darf es jetzt auch mit F schreiben. Ja, genau. Philosoph wiederum nicht. Oder? Philosoph? Nee, ich glaube nicht. Nee, ne? Am Anfang und am Ende. Sieht irgendwie komisch aus. Ja. Die Zeit, in der du mit Hugo Egon Balder zusammengearbeitet hast und die Zeit, die dann dahin führte, dass ihr RTL Samstagnacht machen konntest. Wie kam es dazu? Zu RTL Samstagnacht? Ja, genau. Ja, Hugo und ich haben halt viel Quatsch zusammen gemacht und haben unser Geld als Gag-Autoren verdient. Hugo hat hier und da moderiert. Wir haben uns ja kennengelernt, als wir beide auf dem Gebiet noch nichts waren. So, Hugo war noch nicht berühmt und wir mochten uns gleich. Und dann kam halt irgendwann, nachdem wir uns im Fernsehen und Radio rumgetrieben haben, so Film, Funk, Fernsehen, Butterfahrt nach Helgoland, all diese Dinge, die man macht, um Geld zu verdienen, kam dann irgendwann der Programmdirektor von RTL, Marc Conrad, und sagte Hugo, ich möchte, das ist ein Luxemburger. Er sagte, ich möchte so eine Sendung haben wie in Amerika, diese Sendung, die Saturday Night Live, sowas will ich auch haben hier. Und kannst du das machen? Ja, sagte Hugo, ich weiß gar nicht, wie das geht, weil Hugo kannte die Sendung überhaupt nicht. Er sagte, dann suchst du dir einen Produzenten, der, dann macht ihr das irgendwie. Ja, und hat Hugo mich gefragt und so bin ich dann der Produzent der Sendung geworden. Ich habe den Vertrag mit RTL gemacht. Hugo war im Grunde der extrem hochbezahlte Aufpasser von RTL, aber da wir beste Freunde waren, haben wir uns in ein Büro gesetzt und haben das Ding zusammen 5 Jahre lang gemacht. Gib nochmal vielleicht so einen kurzen Einblick darauf hin, wie die Fernsehlandschaft damals so aussah, also gegen was, heute würde man sagen, wurdet ihr damals programmiert, was lief so parallel? Das weiß ich gar nicht mehr, aber damals, das war 1984, glaube ich, damit fing das Privatfernsehen gerade an. Und die mussten sich profilieren gegen ARD und ZDF. Mehr gab es ja nicht. Und die dritten Programme halt.
Und das war ein sehr deutsches, sehr biederes, sehr konservatives Programm. Und RTL wollte halt was anderes machen. Und dann kamen halt so schräge Vögel wie Hugo und ich. Das heißt, Zug. Wir beide haben ja auch diese schöne Sendung Alles nichts oder erfunden. Ich sollte eigentlich die Hella von Sinnen sein. Ja, Hugo, das kleine dünne Frettchen und der dicke Jackie. Und dann habe ich, dann haben wir das untergebracht und RTL wollte es haben. Und dann habe ich meine Frau gefragt, was meinst du dazu? Sagt sie, lass es sein. Du warst vor der Kamera noch nie gut. Und dann habe ich gesagt, Hugo, die Babs, meine Frau, hat recht. Ich lasse es lieber sein. Und das war das Beste, was ich je gemacht habe, weil ich bin vor der Kamera oder vor dem Mikrofon wirklich nicht gut. Ich weiß das, ich habe oft genug moderiert. Es ist immer so, dass ich das Gefühl habe, das braucht kein Mensch. So, dafür gibt es einfach viel bessere Leute, die das machen. Dann schreib du lieber oder produziere. Und es gibt nichts Schlimmeres, als vor der Kamera stehen zu müssen, Geld zu verdienen zu müssen und nicht richtig gut zu sein, sodass die Leute einen akzeptieren, sodass man weiter Jobs kriegt und so. Dann bist du die ganze Zeit nur unglücklich. Und du weißt das, Schauspielerin bist du nicht, ne? Nee, ich bin auch, aber Schauspieler bin ich auch nicht wissen vor der das. Also Schauspieler daher, wissen das ja, ja ganz besonders gut. Ja. Wenn du Schauspieler bist und bist an irgendeinem kleinen Stadttheater, egal wie gut du bist, du kannst sehr glücklich sein, aber wenn du dann ins Fernsehen willst oder zum Film, dann wird es schwierig, weil die Jobs dort sind sehr rar. Und dann wirst du ein unglücklicher Mensch, weil sie dich nicht nehmen. Und jeden, den sie nehmen, das ist wieder eine neue Zurückweisung für dich, weil du sagst, warum ich nicht? Ich bin genauso gut wie dir, wenn nicht besser. Das kennen wir. Dann kannst du sehr, sehr, ja, dann kannst du sehr, sehr unglücklich werden. Und dann ist es besser zu sagen, dich richtig einzuschätzen und sagen, hey, ich bin nur mittelmäßig auf dem Gebiet. Lass es sein, geh dahin, wo es dir Spaß macht und wo du gut sein kannst. Vielleicht schauen wir mal uns so ein bisschen in diese Zeit, in die Anfangszeit von RTL Samstagnacht zu begeben, einen ganz kurzen Ausschnitt an. Hallo, hallo Sie. Wollen Sie eine Weise gerinnen? Auf die Itchy-Finseln? Oder nach Audi-Sarabien? Aktionswochen bei Kentucky schreit Ficken. Herzlich willkommen bei Kentucky schreit Ficken. Das Restaurant, in dem... Sag mal, was hast du denn da an? Na, eine Schote Rotze, warum? Mensch, heute ist doch Samstag. Scheiße würzen. Stimmt ja, scheiße würzen. Oh. Kommen wir nun zu unserer Aktionswoche. Sie können eine Weise gerinnen. Vielleicht sogar eine Weltweise. Ja, Sie oder Sie. Oder vielleicht sogar Sie. Dürfte ich Sie mal hier an die Beke titten? Ja. Möchten Sie vielleicht eine Weise gerinnen? Ja. Mit einem Supermodel. Mit einem Supermodel? Wer denn? Halten Sie sich fest. Claudia Kiffer. Claudia Kiffer, ey. Guper Seil. Sagen Sie, sind Sie Junggeselle? Nee, ich bin verheiratet. Sie tragen gar keinen Finger am Ringer. Ja, wissen Sie, ich habe zu ficke Dinger. Ja, das tut mir schrecklich leid. Die Reise ist leider nur für einen. Wissen Sie, meine Frau, die muss sowieso zu Hause bleiben. Die ist ans Fett gebesselt. Ans Fett gebesselt? Na, das hat aber gefickt eingeschädelt. Aktionswoche. Mein schreit ficken. Großer Gott. Ja. Ganzen alten Sünden. Weil, guckst du darauf zurück und kannst damit nichts mehr anfangen heute? Nee? Ich gucke überhaupt nicht zurück. Nein. Ich habe zu Hause über 150 Sendungen davon stehen. Und ich habe mir nicht eine nochmal angeguckt. Ich war ja immer bei den Proben dabei. Ich habe die Sketche mit Hugo zusammen ausgesucht. Haben zigtausend, sagen wir mal 20.000, 30.000 Sketche gelesen, die von England, Australien und Kanada kamen. Und haben uns Videos angeguckt von Fernsehserien aus diesen Ländern. Und dann kommen die Proben, dann kommt die Generalprobe und dann die Aufzeichnung. Und dann guckst du da nicht mehr zurück. Aber wenn, also metaphorisch gesprochen, wenn du auf die Zeit zurückguckst und auf das, was dabei rausgekommen ist, weil es war ja auch wahnsinnig erfolgreich damals, wie Geldbrunning etc., wer da nicht alles draus hervorgegangen ist, die allermeisten von denen sind auch heute ja noch immer aktiv, auch vor der Kamera aktiv. Wie guckst du darauf zurück, wenn du an die Zeit denkst? Mit großer Freude, Ruhe und Gelassenheit. Es ist schön, dass man
auf dieser großen Spielwiese mitspielen konnte. Und ich fand das richtig geil. Eigentlich fand ich alles immer toll, was ich da gemacht habe. Das ist doch einfach, wenn ich religiös würde ich sagen, eine große Gnade Gottes. Geht als Kölner? Ich würde so, würd so gerne dankbar sein, aber dann, ich weiß nicht, wem ich denn dankbar sein soll. Aber es ist doch schön, dass man da ein bisschen rumspielen kann und das ist ja im Grunde eine verlängerte Jugend. Ne? Wenn du da Humor für 12-Jährige machen kannst. Ist das nicht genau das Kriegt Problem? Mich auch mit Ende 20 noch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Wir sollten später noch über Atheismus sprechen. Ich finde, jetzt ist es noch zu früh. Ich finde, Atheismus geht erst nach 10. Ja, und wir haben, noch wir haben auch noch Zuschauer. Also. Aber tatsächlich ist aus diesem Ensemble sind so viele Leute heute noch erfolgreich. Das ist ja eigentlich ganz selten. Ja. Man hat ja nur 10 Jahre später habt ihr es nochmal gemacht mit RTL Comedy Nacht. Ja, das war ich dann alleine. Hugo hat mir abgeraten. Okay. Und dann, lass es sein, Alter, das ist jetzt vorbei. Und ich habe gesagt, nein, das geht jetzt nochmal, das schaffen wir. Und Anke Schäferkort, die Chefin von RTL damals, sagte auch, Herr Drexler, die Zeiten haben sich geändert. Nein, habe ich gesagt, nein, das kriegen wir hin. Und es war von Anfang an eine Reise in den Abgrund. Wir hatten mit der ersten Sendung 14,3% am Anfang. RTL lag, glaube ich, mit einem Schnitt von 18% oben. Und die Leute haben bei RTL, der zuständige Mann, hat gesagt, ah, das, wir müssen da, die Leute kennt noch keiner, da müssen wir was Bekanntes hinsetzen. Und so kamen unsere Leute dann raus und sagten, hallo, herzlich willkommen zur Comedy-Nacht, bei RTL Comedy-Nacht. Und hier ist Mario Barth für Sie. Und dann machte Mario Barth 7 Minuten Stand-up und bei der nächsten Sendung, hallo und wir haben eine tolle Sendung für euch und hier ist Michael Mittermeier. Und dann machte der sein Ding, aber es hat alles nichts genutzt. Die Leute wollten eine solche Sendung mit Live-Sketchen, also live on tape. Und diese Zeit an dem Tag offensichtlich nicht sehen, weil die haben gar nicht erst gewartet, ob die Leute gut oder schlecht sind. Die sind gar nicht erst eingestiegen. Ja, mit 14% anzufangen und dann geht es so langsam runter. Das zeigt, die Leute wollen so eine Sendung da nicht sehen. Was für einen Wochentag hattet ihr? Samstag. Ah, okay. Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube Samstag. Ich ja. Vielleicht der Dienstag, der ist ja schwierig. Dienstagabend ist sehr schwierig. Ist mittlerweile halt schwierig, weil der von uns so monströs besetzt ist. Traut sich keiner mehr ran. Stimmt. Aber würdest du denn sagen, dass Caroline Kebekus es trotzdem geschafft hat? Ja, die Caroline war ja auch in der Comedy-Nacht und die war großartig. Die Caroline hat, glaube ich, da zum ersten Mal ein Stand-up gemacht. Und Caroline, ich hoffe, ich darf das sagen, sie hat also den ersten Anlauf gemacht, sie hatte so ein Stand-up selbst gemacht und war aber noch nicht zufrieden damit. Da habe ich gesagt, komm, dann machen wir nächste Woche wieder, nehmen wir es raus. Und dann hat sie es wieder gemacht und beim zweiten oder dritten Mal, da hat es dann gefunkt und da war sie richtig gut und da war sie mit sich selbst zufrieden und dann ist sie da immer besser geworden und aufgeblüht, hat gesungen und gespielt, ganz großartig. Ich glaube, du darfst das sagen, Caroline schaut immer zu. Ja. Hast du denn, stehst du noch in Kontakt auch mit Hugo Egon? Mit Hugo, okay, klar. Ne? Aber sonst mit dem einen oder anderen aus der Zeit damals? So richtig nicht mehr. Wenn wir uns mal sehen, dann freuen wir uns, aber es sind jetzt keine dicken, festen Freundschaften übrig geblieben. Ich habe ja vorhin gesagt, oder du hast die Hand gehoben bei Privatier. Man kann also davon ausgehen, dass diese Zeit zwischendurch, weil Axel hat ja schon die Zahl gesagt, das waren ja nicht nur 2, 3 Sachen, die du produziert hast, sondern über einen durchaus längeren Zeitraum sehr, sehr viel. Und das waren, glaube ich, kann man auch noch sagen, 600 Sendungen. Genau, das waren auch noch die goldenen Zeiten, ja. Ein Stück weit des Fernsehens. Die ein oder andere Mark damals noch wirst du gemacht haben und konntest dir das dann erlauben, relativ früh zu sagen, ja. Ich muss nicht mehr, ich gucke jetzt mal. Ja, ich habe zwischendurch mal, als RTL Samstagnacht zu Ende ging, habe ich mich mit meiner Süßen hingesetzt und dann haben wir die Häute der Lieben gezählt und haben gedacht, wenn wir sehr sparsam leben, könnte es reichen. Dann haben wir den Laden, ich glaube, 6 Jahre zugemacht
weil wir uns in der Zeit, als ich Fernsehsendungen geschrieben habe als Autor und nachher als Produzent, haben wir sehr wenig voneinander gehabt. Und wir hatten zwei süße kleine Kinder, die hatten auch so nicht so richtig viel von mir. Und da habe ich gedacht, zu Hause sein, mit den Kindern zusammen sein, mit einer Frau zusammen sein und Gitarre spielen, schöne Bücher lesen, das ist auch ein wundervoller Lebensinhalt. Und dann haben wir einfach den Schalter umgelegt und 6 Jahre lang dann haben wir festgestellt, dass das mit den Häuptern der Lieben dann doch nicht so. Ich wollte gerade sagen, habt ihr euch verzählt oder habt ihr doch nicht so sparsam gelebt? Wir haben uns ein bisschen verzählt. Also hast du keine Wiederholungshonorare? Das wäre entscheidend an dieser Stelle. Nee, bei den Privaten gab es das ja nicht. Okay. Das, ich rate zum Beispiel nicht recht. Haben wir noch, ja, wir haben das. Genau. Das ist immer die Kernfrage. Hast du einen W-Vertrag? Ja, lehn dich zurück. Ja. Okay. Das heißt, der W-Vertrag heißt, dass alle Wiederholungen immer wieder neu Geld bringen. Ja, aber der Trend geht in die andere Richtung. Ja, ja, ich bin lange genug dabei, dass ich noch den ein oder anderen W-Vertrag habe. Aber du arbeitest ja viel für... Für den WDR arbeite ich sehr viel. Ja. Ja, genau. Und habe früher aber für RTL und ZDF auch geschrieben. Ja. Was hast du denn eigentlich so an Comedy-Sachen Ich war mal bei Sieben Tage, Sieben Köpfe und Blond am Freitag habe ich lange für geschrieben. Da habe ich die Pilotsendung gemacht. Ach, ja. Wie lustig, okay, ja. Und Blond am Freitag habe ich lange gemacht und habe dann für Kabarettistinnen vor allen Dingen geschrieben. Habe mit zwei Freundinnen auch das legendäre Schreibbüro Schwarz-Rot-Blond, ein Frauen-Comedy-Schreibbüro gehabt. Wundervoll. Genau. So, und war auch immer sehr bewusst hinter den Kulissen und fand das auch völlig okay. Bis zu dem Moment, als ich anfing, Bücher zu schreiben unter meinem Namen. Also ich hatte bis dahin zwei als Ghostwriterin auch gemacht. Und es war echt verrückt. Da kam plötzlich eine Rampensau bei mir raus, die ich gar nicht kannte. Also wenn ich Lesungen mache, dann mache ich mittlerweile eigentlich Literatur-Stand-up. Ich erzähle unglaublich viel, lese wenig, zur Freude der Buchhändler oft, weil ich aber auch finde, ein Buch kannst du kaufen und lesen und ich erzähle ganz oft so Geschichten, die dann nicht in meinen Büchern stehen, aber zu meinen Büchern. Also in einem meiner Bücher gibt es zum Beispiel ein geheimes Kind bei Frauenfische Fjorde. Bei den Lesungen erzähle ich immer, wer war wirklich der Vater von Marias Kind zum Beispiel. So, ja. Frauenprobleme halt. Frauenprobleme, genau. Ja. Vielleicht ist auch ein Problem des Vaters, weiß man nicht. Genau. Was mich noch interessiert, als du Comedy geschrieben hast, also Gags, Scherzlein und dann so weiter, ist dir das schwer gefallen? Hast du das als Druck empfunden? Oder nee, ich habe das überhaupt nicht als Druck empfunden und ich habe das auch viel fürs Radio gemacht. Ich weiß, du hast ja auch eine 1Live-Herkunft sozusagen. Damit habe ich damals angefangen, also vor 20 Jahren habe ich bei 1Live, war mein erster, also sozusagen die erste Station beim WDR. Damals wunderte ich mich, ich war glaube ich 32 und wunderte mich, wieso sind die hier schon alle grauhaarig? Bei 1Live fand ich wahnsinnig lustig. Und da ging es mit Radio-Comedy los, im Grunde genommen. Und das ist, ich finde, eine spezielle Denke. Es fiel mir nicht wirklich schwer, aber ich finde, dieses Handwerk, Gags zu schreiben, ich habe das gerade auch bei diesem Ausschnitt gedacht, dieses Handwerk, das ist ein richtiges Handwerk und das ist schwer, das ist richtig viel Arbeit. Und Radio-Comedy ist ja, finde ich, auch tatsächlich selten richtig gut. So, es lebt oft ja eher davon, dass der Gag einen nie verhungern lässt auf der Bühne, sondern dass man schön den nächsten Titel abfährt und in 3 Minuten 30 ist das Ding vergessen. Wenn man das nächste Mal wieder was sagen muss, ne, konfrontiert einen keiner damit. Auf der Bühne, vor Fernsehkameras, vor einem Publikum, wird es mit den Dingern wahrscheinlich nach 2, 3 davon zack, aus dem Saal geprügelt werden. Radio hat da den Vorteil, dass man sagen kann, komm, Gag ist nicht so richtig gut, er ist vielleicht auch nur so halb anrecherchiert oder so halb zu Ende gedacht, ich bringe ihn trotzdem mal, mach die nächste Moderation eben besser. Das stimmt, aber ich finde, andererseits haben wir herausragende Bühnenkünstler, die auch im Radio funktionieren. Also das finde ich spannend, also dass du sagen kannst, es gibt Bühnenprogramme, die kannst du 1:1 senden. Und etwas, was wir jetzt noch nicht angerissen haben, aber was mir gerade auch wieder auffiel, Frauen, komische Frauen, finde ich, gibt es immer noch zu wenige. Ja. Wir haben bei RTL Samstag Nacht haben wir irgendwann gesagt, so, wir müssen mal ein bisschen was Neues da reinbringen. Wir haben ja keine Frauen als Autor. Wir haben da 8 Hausautoren gehabt und kriegen von überall her Material, keine Frau dabei. Und dann haben wir eine mal genommen, die ist dann hinterher auch auf einem anderen Gebiet als Romanautorin berühmt geworden. Ich weiß nicht mehr. Sie hat ja eine Geschlechtsumwandlung oder sowas machen lassen.
Jedenfalls hat sie sich da wohl nicht so wohl gefühlt. Und das war im Grunde die einzige Frage, die wir hatten. Weil wir hatten das Gefühl, das muss auch für die weiblichen Zuschauer was sein. Und Männer haben oft da überhaupt kein Gefühl für, was Frauen interessiert. Aber interessanterweise ja auch die Frauen aus dem Ensemble vor der Kamera, Esther Schweins und Tanja Schumann, sind ja auch danach weniger im klassisch-komödiantischen Fach geblieben, sondern seriöser Richtung Schauspielerin gegangen. Das liegt daran, dass die Tanja sowieso richtige Schauspielerin war, gelernte Schauspielerin. Und die Esther, die wollte ernsthafte Schauspielerin werden. Die ging auf eine Schauspielschule, ich weiß gar nicht mehr, Essen oder Volkwang oder irgendwas. Und die war bei einer Castingfirma, die für meine erste Show, die ich produziert habe, das war so eine Game-Show, hat sie die Kandidaten angebracht und betreute die. Und wir haben dann so Bergfest gehabt, das heißt in der Mitte der Produktion. Und Esther lief rum und ich dachte, die hat sowas in den Augen, sowas Glitzerndes, bisschen ironisch und sah natürlich wundervoll aus. Und da habe ich sie gefragt, sag mal, wir bereiten da gerade eine Sendung vor in Köln, der Hugo und ich. Hast du nicht Lust, in ein Casting zu kommen? Da sagt sie, nee, überhaupt nicht. Ich möchte gerne Schauspielerin werden, ich möchte dies spielen, jene spielen und Ophelia und weiß der Teufel was. Und dann habe ich sie dann spät nachts, die Feier ging lang, habe ich sie nochmal gefragt, sag Esther, überlegst du dir doch nochmal. Dann hat sie gesagt, naja, gut. Und dann ist sie nach Köln gekommen und ich glaube, das war für sie auch sehr gut. Denn bei so einer Comedy-Sendung, wie hatte er Samstag Nacht, wo ein Sketch nach dem anderen kommt, kannst du ja im Grunde alles spielen. Du musst ja alle 3 Minuten oder 2 Minuten schlüpfst du in eine andere Rolle. Stimmt, ja. Andere Kostüme und du spielst alles. Mhm. Und das ist das auch Tolle als Produzent, dass du all diese Dinge machen kannst. Und dann machst du eine Filmparodie und dann musst du dich da reindenken und so weiter und so fort. Und für Schauspieler ist das, denke ich, der Himmel. Lass uns noch mal kurz bei den weiblichem Humor bleiben. Ändert sich das nicht gerade? Haben wir nicht gerade wahnsinnig viele talentierte Frauen, gerade im Comedy-Bereich? Ja, ich glaube, das ändert sich. Aber die dauerhaft dranbleiben und erfolgreich sind, ich glaube, die können wir an einer Hand abzählen. Ja, und weißt du, woran das liegt? Erzähl, darüber rätsel ich schon seit vielen Jahren. Das ist ganz einfach. Das hat 2 Gründe. Der wichtigste Grund ist, dass diejenigen, die entscheiden, ob das, was du machst, gut ist oder nicht gut ist, und ob das der Zuschauer sehen will oder nicht, das sind Männer. Und das ist eine reine Machtfrage, wenn du das so siehst. Die haben die Macht und was denen nicht gefällt, das kommt halt dann auch nicht am Schirm oder ans Mikrofon. Das ist der wichtigste Grund. Der zweite Grund ist, dass du für den Humor, der in Deutschland gerne gesehen wird, brauchst du eine gewisse innere Aggressivität. Ah. Guck mal, warum heißt es am Schluss, der Schlussgag heißt ja französisch so schön Pointe, die Pointe. Pointe heißt schlicht und einfach Spitze und die Spitze muss irgendwie durchgehen. Und das Wort ist ja von Punkte, lateinisch Punkte, entstanden. Das ist der Punkt, der entsteht, wenn du da Schwert oder irgendeine andere Waffe draufsetzt. Das ist die Pointe, die Spitze, die durchgeht. Dazu musst du, also Humor ist auch in der Beziehung, zumindest zu einem gewissen Teil, eine Waffe. Und viele Frauen in unserer Gesellschaft zumindest haben keine Lust, Waffen zu schwingen und würden andere Dinge tun, was den Humor angeht. Natürlich haben sie genauso wie der andere Mensch Humor, aber sie wollen dich nicht so sehr verletzen. Das ist typisch, glaube ich, für Frauenhumor. Wenn du Frauen untereinander siehst, wenn sie sich verletzen, verletzen sie sich auf eine andere Art und Weise als Männer. Aber Männer hauen drauf, hartes Frotzeln. Frauen machen das eleganter, feiner und nicht so richtig. Aber nicht weniger brutal. Das ist die Frage, was du brutal. Ich denke auch gerade an Mordmethoden. Gift, Mordmethoden, Frauen vergiften nicht eher. Ja. Ich glaube nicht so sehr daran, dass es so einen Riesenunterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Das ist wie mit der Intelligenz und wie mit der Größe. Es soll Unterschiede geben. Also viele sagen, Frauen sind ein bisschen intelligenter. Aber das musst du immer so sehen mit dieser Gaußschen Glockenkurve, die
überschneiden sich halt nicht ganz, sondern sind so ein ganz klein bisschen verschoben. Zum Beispiel was die Größe angeht. Viele Männer sind kleiner als viele Frauen. So, man kann das also nicht auf Individuen runterbrechen. Das sind alles statistische Größen. Auch mit der Größe und mit dem Humor eben auch. Es gibt Frauen, die haben einen sehr aggressiven Humor, aber es gibt halt mehr Männer, die einen aggressiven Humor haben. Jetzt hast du das ja auch gerade sehr auf den deutschen Humor, beziehungsweise ja, auf den Humor, der hier in Deutschland funktioniert, bezogen. Gibt es denn aus deiner Sicht andere Länder, die einen weniger aggressiven Humor pflegen? Ja, der zum Beispiel kommt aus den USA, kommt sehr viel aggressiver Humor, wie überall aus Ländern, wo viele Minderheiten zusammenleben. Latinos, Schwarze, stimmt, ja. Juden und was du willst, Chinesen, Japaner, alle sind in den USA. Und da entsteht ein sehr aggressiver Humor. Und dann gibt es noch den jüdischen Humor. Der jüdische Humor hat was ganz Besonderes. Der ist ja aus dem Osten gekommen, Polen, Russland, Ukraine und so weiter und so fort. Viele dieser Juden sind dann nach Amerika gegangen, in eine der Auswanderungswellen. Und einige davon waren dann zum Beispiel Juden wie Herr Gelbfisch, den kennt ihr alle. Herr Gelbfisch hat sich dann umbenannt in Goldfisch und hat sich dann nochmal umbenannt in Goldwin. Ah, okay. Das ist der Herr Goldwin von Metro Goldwyn-Mayer. Herr Mayer ist auch ein Jude und wer Metro ist, weiß ich jetzt nicht. Aber, und die haben die ersten Filmgesellschaften gegründet damals. Das heißt, da ist sehr viel jüdischer Humor, den die mitgebracht haben, mit rübergekommen. Als die ersten Sitcoms Ende der 40er, Anfang der 50er am Fernsehen kamen, übernommen von den Radio-Comedies, Blendlux Hour und so weiter. Da ist wieder viel jüdischer Humor gemacht worden. Und warum? Und ist dann in der ganzen Welt erfolgreich geworden. Über die Sitcoms, über die Filme. Weil der jüdische Humor drei wesentliche Eigenschaften hat, die zum Beispiel Humor in vielen anderen Ländern, wie in Deutschland und so weiter, nicht hat. In Deutschland oder in Amerika in bestimmten Bereichen hast du einen sehr aggressiven Humor, wo es immer darum geht, ich und wir sind eine Gruppe, sind In-Group und da ist die Out-Group. Und dieser Humor versucht immer, die In-Group versucht sich größer zu machen gegenüber der Out-Group, indem man die deckelt oder indem man sich aufplustert. Also ein ausgrenzender Humor. Ja, da siehst du, okay. In Deutschland hast du das zum Beispiel in den Ostfriesen-Witzen, das sind ja dieselben Witze als Blondinen-Witze, genau. Hast du die Österreicher-Witze, hast du im Süden. Das sind immer Witze, wo immer irgendeiner der Blöde ist. Die Blondinen sind immer dumm und dann gibt es Witze, da sind die Outgroup ist dann schmutzig oder kann nichts, ist clumsy, ungeschickt und so weiter und so fort. Beim jüdischen Humor ist das so, die lebten als unterdrückte Teil in einem sehr repressiven System, je nachdem wo sie waren, Russland, Polen, Deutschland und so weiter. Und da haben sie einen Humor entwickelt, der erstens dazu führt, dass wenn die Pointe kommt und die sticht, dass die trotzdem weiter zusammenleben können und ein Humor, der auch nach außen nicht allzu scharf ist, denn das wäre Selbstmord gewesen in bestimmten Gesellschaften. Sondern eher auf sich selber geht. Genau, dann ist das ein Humor, der sehr viel Galgenhumor hat, weil du bist ja eine unterdrückte Gruppe. Es passieren halt vielen Menschen in deiner Gruppe sehr unschöne Dinge und dann entwickelst du halt den berühmten Galgenhumor. Und das ist ein Humor, der Chuzpe hat, das heißt Frechheit. Das siehst du auch, wie sie mit ihrem Gott umgehen. Wenn du jüdische Witze siehst, die von Gott handeln, da wird der gar nicht nett behandelt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der jüdische Gott die ganze Zeit eigentlich nur zu den armen Juden gesagt hat, fuck you. Guck mal, Ausweisung aus dem gelobten Land, Ausweisung aus Israel, und die KZs und so weiter. Die ganze Zeit kriegen die armen
ich meine, immer nur Fuck you zugerufen von oben. Da entwickelst du schon ein seltsames Verhältnis zu deinem Herrn. Vielleicht. Würdest du den das auserwählte Volk vielleicht auch gerne mal abgeben? Ne? Ja. Vielleicht gucken wir uns an dieser Stelle doch nochmal ein kleines Beispiel für amerikanisch-jüdischen Humor an und ich hole in der Zeit nochmal was zu trinken. It's so beautiful, so too. Romantic. Yeah, listen to this. It's pretty. Excuse me. Are you Jewish? Are you Jewish? You want to check my penis? Okay. Huh? Is that what you want to do? My real question is, what were you whistling? What were you whistling? Hello, Dolly? No, it was Wagner. Oh, was it? Yeah. You, sir, win $100. I want to know what a Jew is whistling Wagner for. Do you want to know? When he was one of the great anti-Semites of the world. You know what you are? What am I? You're a self-loathing Jew. Am I? Oh, yes. I do hate myself. But it has nothing to do with being Jewish, okay? No, it doesn't have anything to do with Jewish. Yeah. There's millions of Jews were taken to the concentration camps with Wagner being played in the background. You know? Yes, Hitler's favorite composer. Really? Yes. You know what? They got a mental asylum a couple of blocks down. No, not a mental asylum. I suggest where's you go your and check yourself where's in. Your Judaism? Millions Judaism, of where are you? Where are you, Judaism? You have this attitude. That you're better. Yeah. I think you put a muzzle on you. You're foaming at the mouth. Yeah, yeah, no. Please, yeah. Thank you. Yeah, sure. Now, this Please. Is something you need. Larry David, Curb Your Enthusiasm, Serie aus den Nullern. Larry David ist Produzent von Seinfeld, einer der großen US-Sitcoms, immer wieder gern gesehen. Der im Augenblick übrigens in der Verdienstskala wieder ganz oben steht. Mit 18 Millionen. Jerry Seinfeld. Ja, und warum? Auch durch den USA. Bitte? Er meditiert. Aber er hat natürlich auch ein sehr erfolgreiches Webformat namens Comedians in Cars Getting Coffee. Ja, richtig. Wo er mit Liebe, Comedians durch die Gegend fährt. Ne? Das heißt, man kann auch im Web spannende Sachen machen. Ach. Und es müssen nicht immer nur 27 Zuschauer sein. Theoretisch ist die Grenze nicht da. Spannend fand ich nochmal an der Frage Kulturen und ihr Humor. Wie sieht es denn in Island aus? Du bist in Island ein sehr gern gesehener Gast auf der einen Seite. Ich weiß, dass in Island ein Comedian mal Bürgermeister von Reykjavik war. Wie ist der isländische Humor? Der isländische Humor ist wahnsinnig derbe. Ich musste gerade auch daran denken, als du beschrieben hast. Der isländische Humor, der ist also wie bei uns in Norddeutschland, aber noch viel hammerharter. Wahnsinnig selbstironisch, nie wirklich verletzend, weil es eine große Gruppe von Menschen, also die ja nicht sehr groß ist, ne? 324.000 Menschen leben auf dieser Insel. Und das heißt, du bist immer integriert. Und das führt aber dazu, dass man auch ruhig verletzen darf, weil du bist trotzdem noch einer von uns. Aber der ist so hammerhart, wie ich den nicht mal von... Also ich dachte immer, ich bin mit dem wirklich härtesten Humor auf dem Land aufgewachsen. Aber in Island, das ist richtig derbe. Und da gibt es zum Beispiel auch Frauen, die bei uns, glaube ich, gar nicht funktionieren würden in der Comedy. Die sind wirklich matronenhaft und derbe und die dürfen auch unsexy sein. Ich glaube, bei uns gibt es immer noch diese Sexiness, weil du eben auch sagtest, ne, Männer entscheiden... Das ist in Island überhaupt nicht wichtig. Du musst nicht schön sein, um berühmt zu werden, zum Beispiel in der Comedy. In Island, einmal um es mit nochmal zu erklären für den einen oder anderen, ist deswegen für dich so wichtig oder ist, glaube ich, tatsächlich erst in dem Moment ganz groß und wichtig geworden, als du auch da eine Gänsehautgeschichte gewittert hast und dann da mit Frauenfische und Fjorde erstmal ein Sachbuch letztendlich geschrieben hast. Über, auch da, die haben halt auch mal die jüdischen oder die deutsch-jüdischen Themen angezogen. Ne? Über, ich habe es mir aufgeschrieben, zwischen 1949 und 1951
hat der israelische, der isländische Bauernverband Leute ins Land geholt, weil da die Wirtschaft geboomt hat. Und es sind tatsächlich diverse deutsche Frauen, wie, ich weiß nicht, wie groß war die Gruppe? Das sind 500 deutsche Frauen dahin gegangen, aber Island hatte etwas über 100.000 Einwohner. Also es waren wirklich schon eine Menge. Und ja, es war verrückt, weil ich saß bei einem Filmfestival und war hängen geblieben, ausgerechnet wegen der Aschewolke des Eyjafjallajökulls. Muss ich mit Spucke im Scham isländisch sprechen. Und wir warteten auf unseren Rückflug. Ich wollte nach San Francisco und wir saßen bei jemandem, die erzählte, sie war ein Jahr in Island, hatte in einer Fischfabrik gearbeitet und immer wenn sie im Hochland wandern ging, traf sie alte deutsche Frauen. Und tatsächlich kriegte ich eine Gänsehaut und sagte, Moment mal, was hast du da gerade gesagt? Und eine isländische Freundin, auch eine Filmemacherin, saß neben ihr und sagte dann, ja, ganz Island ist voll mit alten deutschen Frauen. Also das fand ich wirklich noch bizarrer. Und das hat das angestoßen. Also da haben Frauen, also fast alle sind da geblieben. Und die haben tatsächlich vom Bauernverband angeworben, auf dem Land gearbeitet. Meine amerikanischen Freunde haben sehr schnell begriffen, dass es auch um mehr ging, weil in Kalifornien hatten die dann schon eher mal Goldsucher, Großväter gehabt und sagten, oh, it's a mail-order-bride-story. Mein Opa hat sich auch die Frau in der Postkutsche kommen lassen. So. Es ging aber auch darum, wirklich Arbeitskräfte fehlten auf dem Land. Und das ist eine echte Love-Story gewesen. Und ich habe mir irgendwie, ich habe mich aufgemacht und habe diese Frauen besucht, war froh, dass ich nicht mehr Vegetarierin war. Ich musste sehr schlimme Dinge essen, entfernen. Schwanzkopfsülze. Schafskopfsülze war das Schlimmste. Das war wirklich das Schlimmste. Wobei ich sagen muss, ich habe später mal auf einem Island-Kongress, wo ich dann sozusagen nochmal so einen Ritterinnenschlag brauchte, hieß es, was? Du hast noch einen Haukattel gegessen? Es ist Gammelhai. Der wird wirklich 2 Monate ins Kiesbett gelegt. Und der schmeckt ein bisschen wie alte Schuhsohle in Ammoniak. Und den kannst du nur essen, wenn du den richtigen Schnaps danach trinkst. Aber das fiel mir wirklich schwer. Aber es war irre, weil da waren Frauen, die haben gesagt, was willst du denn von uns? Wir haben hier 60 Jahre leben wir und keiner hat uns nach unserer Geschichte gefragt. Ist das dieser Fisch in einer Dose? Und es gibt Internetvideos, wo Leute diese Dose als Mutprobe überhaupt öffnen. Und nein, das sind aber auch, das ist Trockenfisch, ist auch ganz, ganz schlimm. Ich habe gerade eine neue Liebe und habe. Ich meine, es wäre was Neues. Nee, das ist sehr kompatibel übrigens. Also, ich habe eine neue Liebe und habe noch Gammelhai als Trockenfisch in meinem Schrank. Und ich hatte neulich sozusagen Besuch von der neuen Liebe und dachte so, mach jetzt besser vorher nicht die Tüte auf. Ich weiß nicht, wie lange sich das in der Küche hält. Könnte vielleicht noch dran scheitern. Aber habe ich dann auch gar nicht. Das war mit dem Gammelhai. Ja, das mit dem Gammelhai war toll, weil ich hatte einen Flirt mit einem Isländer zu der Zeit und ich sprach mit dem und mein Gu kam so aus dem Mund. Und ich sagte, es tut mir jetzt total leid, das ist ja jetzt irgendwie ganz unsexy. Und der so, bei uns in Island sind andere Sachen sexy. Und ich merke so, wow, irgendwie, die können hier echt was haben. So, ja? Nicht nur der Humor ist der, aber dann. Nee, ja, und klar, aber alle müssen anpacken, weißt du? Also, und die Frauen zum Beispiel in Island haben, ist ja das gleichberechtigste Land auf der Welt. Also die haben jetzt ja sogar dieses neue Gesetz, wenn keine Lohngleichheit herrscht, bist du dran als Firmeninhaber zum Beispiel. Und die Frauen haben sehr früh, die waren ja unter dänischer Krone, die haben sehr früh schon erben dürfen, weil die Männer immer aufs Meer fuhren und manchmal nicht zurückkamen. Und es war wichtig, dass die Höfe weiter betrieben werden konnten und die Frauen, die dann erben durften. Also das ist, ich liebe Island, das ist ein hochspannendes Land. Ja, du findest da deine Sexualpartner, deine Buchthemen. Ja, also das mit dem Sexualpartner, ja genau, aber auch könnte ich theoretisch, ich habe dann aber mich auf Deutschland kapriziert. Hatte doch, ja. Aber saß du in der ersten Reihe meiner Lesung. Senora Gerte hat mir alles zurückgegeben. Ja, wunderbar. Du warst im Ausland nochmal eine längere Zeit auf Hawaii, ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Wir sind einmal im Jahr für 2 Monate nach Hawaii gegangen mit der ganzen Familie. Deine jüngere Tochter hat 6 Jahren oder auch darüber hinaus? Vornamen. So 8 Jahre lang haben wir das gemacht, immer so 2 Monate. Hm. Wenn eine Produktionspause war, sind wir dann mit der Familie nach Hawaii geflogen. Ach so, schon zu Zeiten, in denen du... Ja, das war mein alter Traum. Ich habe als 12-Jähriger 1959, also als 13-Jähriger, habe ich von James A. Michener Hawaii gelesen. Der hat viele solche historischen Romane geschrieben, Polen in alle möglichen Gegenden der Welt, immer so dicke Schinken und immer sehr, sehr spannend. Brillant recherchiert und eines dieser Bücher hieß Hawaii und da wurde geschildert, wie Hawaii besiedelt worden
von den Marquesas aus, von Tahiti aus, wie die Menschen zum Arbeiten kamen, aus Taiwan, aus China, aus Japan. Und wie diese kleine Gemeinschaft dort entstanden ist, natürlich dominiert von den Haoles, den Weißen. Das ist bis heute noch so. Die Hawaiianer sind immer weiter zurückgedrängt worden. Aber es ist eine Gemeinschaft entstanden, wo es sehr viele Minderheiten gibt. Deshalb ist da eine sehr große Toleranz bei allen zu finden. Das Leben ist easygoing und es macht großen Spaß, da zu sein. Sehr, sehr liebenswerte Menschen, die alle so golden people sind. Nicht nur von der Hautfarbe, weil sie sich miteinander vermischt haben, sondern weil auch die Gedanken, die Ideen sich vermischt haben. Überall auf der Welt, wo Ideen sich miteinander Sex haben, drücken wir so aus, da entstehen wundervolle neue Dinge und da entsteht halt nicht nur Aggression, sondern auch Toleranz. Und das ist auf Hawaii passiert und deshalb hat uns das dort immer sehr, sehr gut gefallen. Das ist verrückt, das ist eine irre Parallele zu Island übrigens. Ja. Das sind diese Inselvölker, die sehr tolerant sind. Und Island hat zum Beispiel wirklich dieses Denken, jeder Mensch, der auf die Insel kommt, kann die Insel besser machen. Philosophie zum Beispiel im Isländischen, wenn du das auf Deutsch übersetzen würdest, heißt Weltwissen. Jeder, der auf die Insel kam und auch, ne, da, das ist ja auch mitten im Pazifik, hier mitten im Atlantik, das heißt, wo kommst du her, wie sieht's da aus? Also das haben die immer so gemacht und gehalten, also nicht umsonst ist zum Beispiel auch technologisch in Island ja auch so viel los. Also du hast die Serverfarmen dort heute alle. Ja? Also du hast dort ein Internetrecht, das wir nicht haben zum Beispiel, was sehr fortgeschritten ist. Das finde ich total spannend, weil das ein Grunddenken ist, was anders ist, wenn du auf der Insel bist und auch eine Identifikation hast, aber das Fremde immer willkommen heißt. Und da wäre doch die Aufgabe von Herrn Seehofer mit seinem Heimatministerium, sich dort mal zu orientieren und mal zu gucken, was könnten wir denn hier in der Heimat besser machen. Das wäre eine gute Aufgabe. Katrin Jakobs dort hier war gestern, die neue Premierministerin war gestern in Berlin, hat Kanzlerin Merkel besucht, genau. Ja, aber in der Tat, bekommt das mit dem Heimatmuseum, mit dem Heimatministerium, aber das bekommt natürlich sofort eine andere Konnotation, wenn man über eine andere Heimat spricht. Ja. Ja, wenn man über die Heimat eines anderen spricht. Naja, oder ein Ministerium für die Heimat der anderen. Ja, nicht nur das, sondern auch, wie öffne ich meine Heimat für die anderen. Und bei Seehofer leider übrigens, seit ich weiß, dass der eine Modelleisenbahn hat, erwische ich mich immer bei dem Gedanken, wie der da sitzt und seine kleinen Fallerhäuschen und die kleinen Tannen. Er kann trotzdem ein netter Mensch sein. Ja, bestimmt, absolut. Nichts gegen Modelleisenbahn-Fans. Also. Aber richtig, und das finde ich nochmal entscheidend, was du beschreibst über eine Kultur in Island. Die Holländer haben das ja auch so ein bisschen, dass sie eine offene Kultur sind und sie können natürlich systemimmanent viel besser mit Veränderungen umgehen und das merken wir jetzt gerade bei der Digitalisierung. Ja. Die Digitalisierung ist so überhaupt kein technisches Problem, beziehungsweise sind alle technischen Probleme gelöst und lösbar, sondern einfach ein riesiges kulturelles Problem, weil die Leute in diesen Strukturen einfach mit Panik reagieren, obwohl sie es nicht müssten. Und wie Kaninchen vor der Schlange sitzen und den Kopf zumachen und Heimatministerien gründen und einfach sich den Herausforderungen nicht stellen. Und sie müssen sich öffnen. Bleiben wir noch einen Moment bei der Heimat. Als ich 11 war, fuhr ich mit einem Schiff der Seven Seas an der Freiheitsstatue vorbei, um dann in Hoboken gegenüber von Manhattan zu landen. Ich sollte bei meinem Onkel dann aufwachsen. Und ich hatte in der Schiffsbibliothek gelesen in Amerika und was die Freiheitsstatue bedeutet. Und da habe ich zum ersten Mal diesen Kloß im Hals gespürt, wenn du dem Erhabenen begegnest. Weil ich wusste, was das war. Und ich war ein kleiner Junge, wusste nicht so richtig viel über all diese Dinge. Aber ich habe gespürt, dass das was Wichtiges und Wertvolles und Erhabenes ist. Und ich denke, kommen wir nochmal auf Herrn Seehofer zurück. Ist ja toll, dass dieser Mann in eurer Sendung heute so viel erwähnt. Bringst du immer wieder rein. Ja, nein. Ja, nein.
das ist ja eine neue Heimat für viele Menschen geworden, zum Beispiel für meine Verwandten, die 1948 dorthin ausgewandert sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, es wäre ganz schön, wenn wir in unserer Heimat den Menschen, die zu uns kommen, auch das Angebot einer neuen Heimat machen und sagen, vielleicht stellen wir irgendwo in Frankfurt am Flughafen so eine Freiheitsstatue auf und sagen, wo auch immer du herkommst, aus Afrika, aus Asien, aus der Türkei, aus irgendwelchen Ländern, herzlich willkommen hier bei uns, bring uns von deiner Kultur, was immer du bringen möchtest, akzeptiere unsere Kultur, lass uns von dir lernen, lern du von uns und lass uns gemeinsam eine schöne neue Welt aufbauen. So. Und mit so einer Freiheitsstatue am Frankfurter Flughafen, denke ich, wäre ein Heimatministerium gut bedient, wenn es solche Ideen brächte, im symbolischen Sinne, jetzt im metaphorischen Sinne, solche Ideen bringen, wie können wir Menschen, die bei uns sind oder die zu uns kommen und die garantiert zu uns kommen werden. Da müssen wir nicht erst 10 Jahre warten. Wir wissen, dass aus Afrika und aus anderen Ländern dieser Welt Menschen, die arm sind, die hungern, die verfolgt werden, die ein besseres Leben haben wollen, die werden zu uns kommen. Da müssen wir nicht warten bis in 10 Jahren. Da können wir jetzt schon überlegen, Herr Seehofer, Sie hören ja zu, können wir jetzt schon überlegen, wie bieten wir denen eine richtige Heimat an? Wie integrieren wir die? Und so. Aber das Wort Heimat heißt ja, dass sie sich wohlfühlen und dass sie integriert sind. Und das ist eine Riesenaufgabe. Ja, aber also du hast was, entschuldige, wenn ja, ich das sagen darf direkt, aber du hast etwas Entscheidendes gesagt, Jackie. Aus meiner Familie, meine Familie ist quasi eine Generation vor deiner in die USA gegangen. Also mein Großvater war der Einzige, der da geblieben ist, und oder Urgroßvater, alle anderen sind ausgewandert. Die sprechen heute noch Plattdeutsch. Ja. Ja? So, das heißt aber, die haben ihre Identität behalten dürfen. Und das halte ich für entscheidend. Also natürlich, zu sagen, ich integriere mich, aber ich behalte meine Identität. Dazu musst du ihnen die aber auch zugestehen. Ja. Ne? Also, und das finde ich spannend an der Betrachtung. Und das ist eben auch wieder eine Kritik an diesem fürchterlichen Wort Leitkultur. Weil Leitkultur ist so, das kann es nicht geben. Ja, aber das darf Wort nicht Leitung geben. Mit drin ist. Und ja, das heißt Führung, und wir geben den Ton an, wir sagen, wo es lang geht, und wir leiten euch. Da ist die Hammelherde drin, da kommt der alte Platon wieder durch, der sein Staatsmodell ja ausdrücklich nach dem Modell der Schafsherde gebaut hat. Da ist der Führer, das ist der Schäfer, und da sind die Soldaten ist halt das Volk, und Entschuldigung, ganz unten ist das Volk, die Schafe. So. Und das ist das Problem, dass Menschen immer sagen, wir geben aber den Ton an, weil wir sind schon hier. Vor uns waren andere hier und nach uns werden andere kommen. Also ich selber habe auch wirklich sehr lange, also oder bis heute, ich brauche diesen Nationalstaatsgedanken eigentlich nicht. Ich bin wirklich so mit so einem europäischen Gefühl aufgewachsen. Dann kam irgendwann die WM 2006 und überall wieder die deutschen Fahnen. Ich finde das nicht schlimm, aber ehrlich gesagt, ich habe selber nie das Bedürfnis gehabt und mir hat auch nie was gefehlt, eine deutsche Fahne zu schwenken. Aber ist nicht toll, dass wir nur Flagge zeigen, wenn dann Fußball ist? Ja, mittlerweile. Im Gegensatz zu Amerika, da hast du in jedem Vorgarten die American Flag. Ja. Aber es hat sich ja trotzdem, also auf eine Art ist es ja auch, glaube ich, oder würde ich auch trotzdem sagen, es ist auch gut, dass es ein bisschen unverkrampfter geworden ist, gar keine Frage. Aber das Thema ist ja, also ich würde es sofort unterschreiben, ja, lass uns so eine Freiheitsstatue auch in Deutschland aufbauen. Die Grundstimmung in der Bevölkerung ist ja aber gerade eine ganz andere. Die Ängste sind real und sind irgendwie da. Die Frage ist ja, wie geht man damit um? Ne, ähnlich wie bei der Digitalisierung kann es ja eigentlich nicht Sinn der Sache sein, dass man alles eng und klein macht wieder und sich auf sich selber zurückzieht, weil die echten Probleme und die großen Probleme kommen eh noch. So, und also die ganzen Flüchtlingsbewegungen jetzt haben noch nichts mit Klimawandel zu tun, und der wird auch kommen. Ne, also beziehungsweise allein dadurch wird nochmal viel passieren, noch größere Hungersnöte, Dürre etc. Das heißt,
Man kann es an 5 Fingern abzählen, dass so wie wir jetzt leben, wir eigentlich nicht weiterleben können. Das heißt, man muss sich ja irgendwas überlegen. Und nur zu sagen, gut, dann sollen die draußen bleiben und wir machen die Grenzen dicht, kann es ja nicht sein. Also man kann ja nicht klappen. Genau, und das ist auch zutiefst inhuman. So, zumal wir an bestimmten Stellen ja als erste Welt ja auch mit dazu beigetragen haben, dass es in der zweiten und dritten Welt ein bisschen anders aussieht. Oder so aussieht, wie es eben heute aussieht. Korruption etc. dann auch. Also es ist nicht so einfach, aber die Frage ist ja so ein bisschen gesamtgesellschaftlich. Symbolpolitik, die das sicherlich wäre, ist, glaube ich, richtig und wichtig und notwendig ein Stück weit. Wahrscheinlich, letzten Endes war das, was Merkel damals gemacht hat, auch Symbolpolitik. Die ist ja dann aber mittlerweile auch ordentlich um die Ohren geflogen. Die Willkommenskultur in der Form gibt es ja schon lange nicht mehr. Dafür braucht es gar kein Heimatministerium. Wie ist der Weg, dass man gesamtgesellschaftlich da weiterkommt und nicht die Hälfte der Bevölkerung oder große Teile verliert und dann irgendwann doch an dem Punkt ist, dass die Grundfesten der Demokratie dem vielleicht doch nicht mehr so widerstehen können und dahingerissen werden? Die Willkommenskultur, die war ja natürlicherweise da, die ist uns ja dann um die Ohren gehauen worden. Und deswegen finde ich dieses Heimatstatement mit der Freiheitsstatue eigentlich so, wir klippen das so raus und schicken das so Herrn Seehofer. Und das funktioniert. Ist das ist ein Statement an Herrn Seehofer. Jetzt, wo wir über Aufgaben sprechen. Okay. Ich will noch nichts aufgeben. Nein, du musst nichts aufgeben. Aber du, obwohl ich mein Lehrer war da. Du hast natürlich eine Zeit viel aufgegeben. Du hast gesagt, du bist Privatier. Irgendwann hast du gesagt, du wolltest mal wieder arbeiten, weil deine jüngere Tochter noch nie gesehen hat, wie du arbeitest. Und du machst auf der einen Seite den Eindruck, du ruhst so in dir selbst. Ich habe auch den Eindruck. Entschuldigung. Oh, super, jetzt trinke ich schon aus deiner Flasche. Wir trinken aus einer Flasche. Wir bezahlen aus einer Tasche. Aus eurer. Genau. Steckig gleich Lippenstift, hatte ich was. Nein, du machst einen entspannten Eindruck. Man hat den Eindruck, die Kölner Medienszene ist auch nichts, was du jetzt so zum Leben brauchst. Aber du bist ja noch relativ jung und es gibt ja irgendwie noch ein paar Dinge zu tun, wenn man ans Fernsehen denkt. Du hast eben gesagt, das Fernsehen hat noch nicht verloren, das Fernsehen ist noch nicht vorbei, es gibt immer neue Möglichkeiten. Und was muss man machen? Ich glaube, da muss man gar nichts machen. Was sollen wir dann machen? Das Fernsehen hat sich sicherlich verändert. Das hat sich, seit es in Deutschland hier eingeführt wurde, 1952 oder sowas rum, hat es sich immer wieder verändert. Ist es besser geworden? Weiß es nicht. Ist es schlechter geworden? Ich glaube, es ist anders geworden. Und anders heißt nie besser oder schlechter. Es wird einfach anders. Und da die Menschen sich ändern, zum Beispiel werden immer mehr Menschen in Deutschland seltsamerweise immer jünger, ja, und die Alten gehen irgendwie weg. Und allein dadurch wird sich das Fernsehen verändern, weil das ist das Publikum und das Publikum wird sich auf irgendeine obskure Art und Weise über all die sozialen Strukturen, wird sich das Fernsehen schaffen, das es haben möchte. Werden nicht neue Strukturen geschaffen? Da muss man nichts tun. Was soll man denn da tun? Ja, man, es juckt doch wahrscheinlich, ja, was zu tun, wenn man sieht, was hat Netflix verändert, was hat Amazon verändert. Es sind andere Produktionsmittel da, Fiktion ist viel besser geworden, finde ich, im Fernsehen. Ja. Man hat einen viel besseren Zugang zu Serien. Komplexer geworden. In Deutschland sind sehr, sehr gute Serien. Sie sind komplexer geworden. Komplexer heißt nicht immer besser. Narrativ komplexer oder die komplexer Menschen, in der die Menschen Kultur? Sind komplexer geworden in diesen modernen Gesellschaften. Das heißt, die Filmsprache hat sich selbstverständlich entsprechend verändert. Schau mal, am Anfang in den 20er Jahren, da musstest du zeigen, da kommt jetzt jemand auf die Tür zu, dann Schnitt, kommt weiter auf die Tür zu, Schnitt, siehst du, wie die Tür aufmacht, Schnitt, dann siehst du, wie die Tür aufgeht von der anderen Seite. Bist du doch noch gar nicht, Jackie, dass du das Fernsehen der 20er Jahre hast. Und so, und heute siehst du, wie jemand aus dem Auto aussteigt, ja. Schnitt, und er steht in der Küche. Ja gut, ja, aber weil auch Zuschauer nicht mehr, das heißt, veräppelt werden wollen. Ja, und also, die Filmsprache hat sich geändert, weil in den Köpfen der Menschen sich war. Die verstehen die Dinge schneller und besser als früher, und das hat sich verändert. Und entsprechend haben sich die Erzählstrukturen mit verändert.
Vielleicht seit den Sopranos oder so, wo es komplexer wurde, wo die Geschichten verästelter wurden, wo auch nicht alles zu Ende geführt wurde, wie das ja eigentlich immer war. Ne? Am Anfang, Mitte und dann kommt das Ende. Irgendwann blieben Sachen in der Luft hängen. Das musst du ja als Zuschauer erstmal aushalten können, dass du sagst, ey, wie, das muss ja jetzt irgendwie zu Ende. Da müssen noch die losen Enden noch verknüpft werden. Was ist mit dem, was ist mit dem? Die beiden, kommen die jetzt zusammen, kommen sie nicht zusammen? Und so weiter. Und da sind wir alle, auch die Älteren, komplexer geworden im Kopf. Wir können, so wie am Schachbrett, Spannungen besser aushalten. Wir müssen nicht immer gleich die Lösung haben. Dazu haben all diese Serien beigetragen. Und das ja, weil es horizontales Erzählen ist, ja, meinst genau. du, ne? Ja, okay. Und Netflix ja. und solche Firmen, die sind halt wie damals RTL, als es nur ARD und ZDF gab, die müssen was Neues bringen. Die haben mehr Mut, Geld haben sie auch genug, wie damals bei RTL. Das heißt, die haben die Chance zu sagen, komm, die alte Scheiße, da treffen die beiden sich und dann zanken sie sich ein bisschen miteinander und dann geht es ganz nach unten. Aber irgendwie schaffen sie es dann trotzdem noch, Happy End. So, damit hören wir jetzt auf und das machen wir beim Krimi so und das machen wir bei anderen so. Dafür geben wir jetzt viel Geld aus und das hat funktioniert. Es hätte ja auch sein können, dass es 3 Jahre zu früh gewesen wäre. Aber es sind tatsächlich diese kurzen Abschnitte. Ne? Also ich ja. würde behaupten, zwischen 2015 und 2018 sind mehr gute Serien in Deutschland produziert ja. worden, als zwischen 2010 und 2015. Ich habe gerade Bad Banks geguckt im ja. ZDF. Ja. Heraus ja. an Bad Banks. Ja. Also ich schreibe ja. gerade einen Roman zur Finanzkrise. Ich habe wahnsinnig ja. viel dazu recherchiert und diese Serie ist richtig ja. gut. Ich finde aber, dass... Da musst du auch Billions gucken. Okay, danke. Billions aber, ist brillant. Okay, aber die Fernsehunterhaltung, also ich meine diese alten Shows, ja. da finde ich, kommt gerade nichts nach. Nee. Weißt du? Ich habe neulich noch mal eine gesehen, ja. Von einem bekannten Comedian moderiert. Arzt ist er, glaube ich, auch. Ah, okay, ich erinnere mich. Ist ein ja, sehr liebenswerter, sehr guter Mann. Aber ich gucke ja sonst keine Shows mehr. Ich habe 500-600 geschrieben. Da hat sich nichts geändert. Ich glaube, da wird sich auch nicht. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, vielleicht 40 Shows oder so für Heino geschrieben. Hallo Heino oder so, was ähnliches. Für Caroline Reiber habe ich 50, 60, vielleicht auch mehr volkstümliche Hitparaden geschrieben. Und ich war ihr Lieblingsautor, obwohl ich ein Saupreis war. Und ich habe das immer gerne gemacht. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Das war für mich halt Spiel. Da hat sich nicht viel geändert. Das wird so bleiben. Und es gibt viele Menschen, die wollen das. Und die haben auch ein verdammtes Recht dazu, diese Dinge zu sehen. Da wird eine nette Moderation gemacht. Am Ende kommt eine kleine Kurve. Und hier ist für sie. Und dann singen die aus dem Hals. Und alle haben Spaß. Es schadet keinem, wenn diese Menschen diese Dinge nicht schauen würden, würden sie sich nicht hinsetzen und, Slavoj Žižek oder andere linksgerichtete Philosophen lesen. Da muss man sich, glaube ich, gar keine Gedanken darüber machen. Viel wichtiger ist, was ich gesagt habe, die Menschen haben ein Recht, sich unterhalten zu lassen, wie sie wollen. Da haben wir keinen Bildungsauftrag. Und du würdest auch nicht sagen, ich meine, wenn man Kentucky Fried Chicken sieht, dann steckt da eine ganze Menge Anarcho-Humor drin. Ach. Und das interessiert mich aber nicht. Anders. Nee, ich sehe das völlig anders. Ich kam damals aus Hawaii zurück, als wir das gemacht haben. Und ich weiß nicht, irgendwie war in meinem Kopf, wir aßen sehr gerne Kentucky Fried Chicken. Ich zumindest und meine Familie dann auch, weil ich da mal wieder so einen Eimer, so einen Rieseneimer geholt hatte. Wir lebten also in einem Haus am Meer, das war wundervoll. Und dann isst du dieses fettige, knusprige Zeug. Und dann habe ich das dem Hugo erzählt, sage ich, du, da haben wir Kentucky Fried Chicken gegessen und so. Und er sagt, Hugo, gerade im Augenblick macht VW so eine Werbung für Polo oder so, Polo de Nolo oder irgendwas so. Also Wortverdrehung. Und dann habe ich gesagt, das können wir doch auch machen. Dann habe ich die Autoren zusammengerufen und habe gesagt, pass auf, folgende Idee, am Anfang sagt einer, darf ich Sie mal hier an die Beke titten? Und zum Schluss, der Schlussgag ist immer, das hat er aber gefickt eingeschädelt. So habe ich gesagt, jetzt habt ihr den Anfang und den Schluss, viel Spaß mit dem Resten, das haben die Jungs, waren ja nur Jungs, haben da wirklich brillant
gemacht und die hatten alle einen Riesenspaß dabei. Und es ist ja klar, warum das funktioniert, weil du dauernd irgendwelche kleinen sexuellen Innuendos, Anspielungen machst. Das ist, da warten sie alle drauf, weil sonst ist das gar nicht so lustig, wenn du ständig ein Wortverdrehung nach der anderen bringst. Ja, aber es ist kulturreferenziell gewesen. Das heißt, wir haben damals das alle... Das schön ausgegeben. Ja, ich sag das jetzt mal ne, so nach einem halben Bier. geht das noch? Hast du mir ein halbes Bier hier weggetrunken? Nee, ach so, stimmt. Ich habe mehr als ein halbes getrunken, Schluck. Weil ich dir ja so viel weggetrunken habe. Oh Mensch, Männer. Nein, aber damals haben wir mehr miteinander geteilt. Heute, glaube ich, ist die Kultur diverser. Also das war ein Gag, der auf Schulhöfen immer wieder wiederholt wurde. Ja. Ne? Und heute... teilt sich das in viel das mehr aus Kamellen. Dem Gehirn von Zwölfjährigen, so waren die Autoren, die ja, auch ja, klar, für das, die ja. Gehirne von Zwölfjährigen ja, gemacht haben. Ja, ja. Ja, das, hat ist, funktioniert. Das hat funktioniert. Das ist natürlich wieder ein Punkt, dass der große Kulturraum, der das auf dem Schulhof teilt, nicht mehr so da ist. Ich stelle das ja. als Hypothese jetzt mal ja, auf, ja. Ne? Das, aber es kam mir gerade so vor. Also viele haben mir dann gesagt, die sind dann, die jungen Leute sind 16, 17, 18 und waren, die sind dann halt irgendwann auf die Piste gegangen und haben gesagt, wir haben immer noch gewartet, bis der Samstagnacht vorbei war, weil dann konnten wir darüber reden und sind dann erst auf die Piste gegangen. Und wir, Hugo und ich, wir haben im Grunde, wenn man es ein bisschen übertrieben ausdrückt, und ich neige dazu, wir haben im Grunde 5 Jahre lang jüdischen Humor gemacht. Wenn du RTL Samstagnacht anguckst, wirst du feststellen, dass die beiden Jungs, die das ausgesucht haben, was für Gags machen wir, was nehmen wir nicht, da ist halt sehr vieles, was diese Form von Humor hat, wie ich eben gesagt habe. Viel Chuzpe, viel Galgenhumor. Und ich denke, das hat keiner so richtig gemerkt. Total subversiv. Ja, ja, wir haben aber auch gar nicht bewusst darüber nachgedacht. Aber hey, das ist halt der Humor, den wir mögen. Und danach haben wir das auch. Vor uns war ja, das waren auch sehr schön gemachte und sehr gute Sendungen. Das war immer der gespielte Witz. Stimmt, so. Richtig. Ich habe in meiner Zeit im WDR, als ich die erste Sendung und meine ersten Sketche machen durfte, das war bei Bananas. Mhm. Auch eine sehr alte Sendung. Ich geliebt übrigens. Ja, hat auch einen riesen Spaß gemacht. Aber das war halt der gespielte Witz. Ja. So, und ich hatte das Glück, dass ein bekannter Autor, der übrigens für Rudi Carrell sehr viel gemacht hat und auch Redakteur beim WDR war, Thomas Wojtkowicz, ein brillanter Kopf, ein Intellektueller ja. par excellence, ja. Bei dem war ich und sagte, ich würde gern sowas machen, so Spaß und Gags im Fernsehen. Und da hat mir hinterher gesagt, entweder ist er ein Idiot oder er ist brillant. Ich war irgendwas da, dazwischen, habe ihm Gags erzählt. Und die hatte, sagte, ruf mal bei dem Rolf Spinnerz an, das war der Redakteur, der hatte die Otto-Show gemacht, erfunden und auch viele andere Sachen. Der war sehr innovativ, gibt es auch beim WDR. Was für ein Budget hattet ihr, wenn ich der das hatte mal eine, frage? Keine Ahnung, okay. Aber der hatte ein Riesenbudget. Und der als ich anrief, hat er gesagt, ach, Herr Drechsler, auf Ihren Anruf habe ich schon gewartet. Da habe ich gesagt, das ist ja wie im Kino. Und du weißt, was das bedeutet, wenn jemand sagt, auf Ihren Anruf habe ich gewartet. Weil wir drehen gerade einen Ihrer Gags und kommen Sie mal vorbei. Und dann lernen wir uns kennen und dann bin ich ja vorbeigegangen und kam ins Studio B unten runter, eine riesen Kulisse aufgebaut. Der Gag spielte in der Disco, Lightshow und alles, es standen ungefähr 20 Leute in diesem Ding rum. Und der Gag war, ich glaube, 3 Zeilen lang. Olivier Pascal und Herbert Fuchs tanzen und er sagt, na Baby, hast du noch Lust auf einen Kaffee zu mir kommen, war die erste Zeile. Und sie sagt, nö, gegen Ficken hätte ich nichts gehabt, aber auf Kaffee habe ich echt keinen Bock mehr. So, das war mein erster Gag im Fernsehen. Und das ist, wenn du das siehst, der gespielte Witz, du kommst in das Studio und da habe ich gedacht, Drechsler, dumme Sau, du hast überhaupt keine Ahnung. Da schreibst du 3 Zeilen und hier
hier ist ein Feuerwerk an Dekoration, Menschen und so weiter. Und da habe ich dann ganz schnell gelernt, worauf man achten muss. Ich dachte gerade, es kommt aus der Humorschiene. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt, Glück einfach annehmen. Ja, fantastisch. Ja, wir haben über ganz, ganz viele Dinge nicht geredet. Das ist vielleicht auch besser. Das könnte gut sein im Nachhinein. Wir können natürlich noch lange weiterreden. Vielleicht machen wir das aber, vielleicht erlösen wir das Publikum. Was wir immer ganz gerne machen, ist eine kleine Schlussrunde. Hast du eine Idee für eine Schlussrunde? An sich, die willst du halt kein Geld verteilen? Ich will halt, nee, sonst verteile ich immer Budget für neue Projekte. Wir haben keine W-Verträge, nein. Was ich heute vielleicht ganz gerne machen würde, wir haben eben über weibliche Comedians gesprochen. Jeder einen weiblichen Comedian, der in den letzten 6 Monaten, der andere so richtig begeistert hat. Fängst du an? Also ich fand die These vorhin sehr steil, dass es momentan so viele gute weibliche Comedians gibt. Also ich finde so dem Alter nach geordnet Anke Engelke, Martina Hill, Caroline Kebekus. Keine davon ist neu. Alle sind sehr lustig auf ihre Art und Weise. Alle auch sehr körperlich und auch sehr uneitel in ihrem Humor. Aber ist jetzt gerade... Gut findest du eigentlich keinen. Nee, ich finde die drei finde ich super. Aber das ist jetzt nun beileibe nicht neu. Ne, das ist so... Aber du hast jetzt allen anderen... Du hast jetzt allen anderen natürlich die Leute weggenommen. Weil ja gut, aber Entschuldigung, wenn wir 4 Leute sind und die 3 lustigen Frauen des deutschen Fernsehens... 3 sagst du. Ich hätte auch 3. Wenn der erste schon 3 nimmt, okay. Ich hätte auch 3. Ja. Margie Kinski, Anka Zink, Lioba Albers. Okay. Anka Zink liebe ich, die ist eine tolle Frau. Aber da schließe ich mich an, ich nicke zustimmend bei den 4, die bis jetzt genannt worden sind. Jetzt du. Ja, ich würde Hazel Brugger unbedingt nennen wollen. Stimmt, sehr gut. Du hast schon noch recht, mir fallen jetzt auch. Vielleicht ganz jung, Bild- und Tonfabrik Sophie Passmann. Mhm. Und eine dritte vielleicht aus dem Heute-Show-Kontext und Pastewka, Bettina Lamprecht? Ja, auch nicht schlecht. Finde ich auch super. Mehr Schauspielerisch, aber auch super. Haben wir alle 3 genannt? Außer Jackie. Ich habe ja keine Chance, weil, wie ich euch gesagt habe, ich gucke so gut wie kein deutsches Fernsehen. Ab und zu mal die Tagesschau. Und vor der Tagesschau läuft im WDR immer eine Sendung, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die gucke ich, weil dann das Abendessen vorbereitet wird und dann läuft das Ding, damit man auch ein bisschen was von Köln mitkriegt. Ansonsten gucken wir halt nur... Wird das Abendessen so um dich rum vorbereitet eigentlich? Um mich herum, ja. Okay. Ja. Das ist ja auch ich mache dann... so, und dann geht das alles los. So ist das bei uns. Aber das ist super, so wird man alt, weil es erinnert mich an Signora Gerta. Warum ist sie so alt? Sie hat eine Köchin, ein Hausmädchen und einen Fahrer. Ja, groß. Und einen Zweitfahrer übrigens. Ja. Aber sie war doch Kosmetikerin, oder sie nicht? Sie war Kosmetikerin und betreibt ihren Kosmetiksalon noch. In diesem Jahr sollte eigentlich Schluss sein, weil sie 80-jähriges Betriebsjubiläum hat. Als sie damals ankam in Panama, war die Kanalzone unter amerikanischer Ägide sozusagen und diese ganzen gelangweilten Offiziersfrauen sagten, oh my God, she's a cosmetician, das ist genau das, was wir brauchen. Ja. Und Gerta zog immer mit ihrem Köfferchen in die Kanalzone, verdiente gleich so viel Geld, dass sie aus der Immigrantenputze rausflog, ja, und hat immer noch nach 80 Jahren ihren Salon und sagte, den wollte sie ja jetzt eigentlich schließen. Aber jetzt kommen ja so viele Leser, was ich übrigens bizarr finde. Ich schreibe wirklich in meinen Island-Büchern schwelgerisch und toll von Island und wundere mich nicht, dass die Menschen dahin wollen. In meinem Panama-Buch steht schon auf Seite 20, dass der erste Typ, der dahin kam, Balboa, schon ein Schlitzohr vor dem Herrn war. Aber die Leute reisen plötzlich nach Panama und sagen, ja, Frau Siegel, ich stehe jetzt hier in der Avenida Argentina, wo ist denn der Kosmetiksalon von Gerta? Und sie sagt, aber Anne, sie nennt mich immer Anne, ich kann doch jetzt meinen Salon nicht zumachen, jetzt habe ich doch einen neuen Boom. Arbeitet sie dann selber noch ja, da drin? Und sie hat eine komplett sichere Hand. Verrückterweise, das Buch war längst fertig, als ich es auch endlich mal auf ihren Stuhl schaffte.
wo übrigens ja auch Lebensweisheiten zusätzlich kommen. Sie sieht selber aus wie Mitte 70, sie sieht nicht aus wie 102. Und ich hatte das Glück, sie kennenzulernen, als sie sich gerade geoutet hatte. Sie machte sich viele Jahre lang 15 Jahre jünger. Und das war gerade vorher aufgeflogen. So, ich sage ja immer, die Mitwisser sterben ab einem gewissen Alter. Ja. Das heißt, in Wirklichkeit ist sie 117? Nein, sie ist 102, aber genau galt als 15 Jahre jünger. Und dann hat sie aber so wunderbare Dinge wie, dann sagt sie, ja, meine Kundinnen haben ja immer ganz ähnliche Fragen. Wir sprechen über Panama, eine der Home Bases des Machismo. Und dann sagen manchmal auch Kundinnen, ja, Senora Gerta, mein Mann betrügt mich, was soll ich nur tun? Und sie ist dann auch sehr gewieft jüdisch und sagt dann, ja, hat er die Kinder mit dir oder mit der anderen? Und wenn die dann sagt, mit mir, sagt sie, lehn dich zurück, im Alter kommt er wieder zu dir. Ja. Und dann sagt sie, ja, ich habe das ja in Generationen gesehen, dass es funktioniert. Also es ist wahnsinnig witzig. Ja, die hat vier Generationen mitgekriegt. Total, ja. Und ist immer auf der neuesten, also sie hat Laser und so, also sie arbeitet wirklich mit irren Sachen, ja. Also sie spachtelt nicht mehr. Sondern nee, sie macht von außen mit Lasern, werden die Falten sozusagen da. Das ist irre. Also ich war nicht bei ihr in der Hinsicht. Sehr verehrtes Publikum, Markus und ich versuchen jetzt einen Flug nach Panama zu buchen. Oh ja. Um uns noch was lasern zu lassen. Wir entlassen das Publikum heute, reden hier weiter. In der nächsten Woche kommt Rolf Mützenich, Mitglied des Bundestages für die SPD. Und wir sind noch auf der Suche nach einem geeigneten Counterpart. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Wir freuen uns auf das Bier nach Sendeschluss. Bis dann. Das war TBD. Vielen Tschüss. Dank. Vielen Dank, was schön, dass du da warst. Ja.